Wir sind hier mitten auf dem Spielplatz. Ja, wir haben hier einen Spielplatz reserviert für uns. Ja. Alle sind weg. Genau, ein ganzer Spielplatz nur für uns alleine. Hier gibt es verschiedene, ich sag mal, Attraktionen wie in einem Freizeitpark. Und wir haben schon angefangen zu testen und es ist mega witzig. Ich musste gerade kurz gucken, ob das Mikrofon an ist. Es ist an und ich würde sagen, wir haben jetzt mal hier ein bisschen Spaß auf dem Spielplatz. Ja, 30-Jährige auf dem Spielplatz, oder wie war das? Ja, genau, 30-Jährige auf dem Spielplatz. Okay, minus plus 5. So. Ja, 30 als so, 20. Ich würde sagen, als erstes gehen wir mal auf das Schaukelpferd hier. Wer traut sich? Mach du. Und wir haben auch einen Schaukelwettbewerb vorbereitet. Also wer am weitesten springt. Vorbereitet. Die Schaukel steht hier, haben wir extra bauen lassen. So, ich muss ehrlich gestehen, das ist keine gute Idee, weil ich komme kaum nach oben. Bauchmuskeln. Ich glaube, dass das ein bisschen falsch. Also ich glaube, ich hab die Mindestgröße schon erreicht. Du kommst auch hinten auf den Boden. Ich komm nicht mehr hoch. Soll ich dich anschubsen vielleicht mal? Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist so eine Idee, ne? Aber nach vorne ist auch nicht gut. Oh. Das Pferd hat dich abgeschüttelt. Ja. Oh Mann. Also ich jetzt mal? Ich weiß auch gar nicht. Mal, wenn das Pferd sich beruhigt. Ich weiß auch gar nicht, wie diese Teile heißen. Schaukelpferd? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Spiral irgendwas, oder? Ja, irgendwie keine Ahnung. Ja, bei dir geht's. Aber Spiraltier. Hochtier. Dieser anstrengende Gesichtsausdruck. So, warte. Kann jetzt aggressiv von drüber fliegen. Und hier so, bam, wie Julian Vogel. Das ist hier Wipeout, oder wie war das? Mein Bauch. Ja, Nina versteckt sich hier hinter der Kamera die ganze Zeit. Ja, nein, ich will nicht. So, Nina, zeig mal her. Hier mit Kati kann ja auch drauf. Ja, komm hier. Ich nehme euch mal ein bisschen auf. Schafft es einer durch den Ring eigentlich? Nee. Ich bin so ungelenkig. Ja, guck, Kathi, ihr kennt das schon. Guck mal, Kathi ist schon oben. Ich glaub das nicht. Komm, du schaffst das. Ich weiß gar nicht wie. Hast du was gemacht? Seitlich. Seitlich? So, genau. Ich kann meine Füße nicht. Oh Gott, ich kletter lieber. Soll ich den Räuberleiter machen? Nein. Hat man auch mal so gemacht. Was ist das denn hier? Rutscht man hier drauf oder? Wahrscheinlich, aber ist schon ein bisschen veraltet. Nee, ich weiß, wie das geht. Ich glaube, man muss. Das ist ein Ja. Oh, Nina, das war's für dich. Schon ziemlich anstrengend so auf dem Spielplatz. Toll, das ist ja Zeitlupe. Es geht nicht weiter. Vielleicht muss das mal geölt werden. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da fehlt ein bisschen Öl. Weißt was, ja, die rutschen auch total verrückt. Ich versuch mal was. Ja. Ich versuch mal den Spielplatz von oben. Nee, du kannst direkt hinterher. Hätten wir uns mal Sportklamotten anziehen sollen. Musst du wahrscheinlich in die Ringe steigen. Hallo Kahn. Hallo. So soll man den Spielplatz wahrscheinlich gar nicht benutzen. Aber ich mach's trotzdem. Wir hätten das so mit Abklatschen machen müssen, dass dann immer jeder die nächste Hürde macht. Geht nochmal hier drin. Oh, so, das Ding ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Kommt noch mal was von Nina. Eine Aktivität. Es dreht sich. Aber ich kann auf die andere Seite. Was machst du da? Oh, Kahn versucht hier auch gerade wieder was. Oh. Ich glaube, das ist echt extrem. Das ist voll cool. Was ist das? Oh, hier, guck mal, ich habe schon ein bisschen Farbe mitgenommen. Warte. Das ist wie so ein Rodeo, ne? So ein, ja, versuch's mal. So. Oh. Nina versus Kahn. So, wer bleibt länger drauf? Ja, Nina hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe gar nichts. Wie fühlst du dich als Gewinnerin? Ja, super. Also ich reite auf einer riesigen Made. Oder auf einer Erdnuss. Ich weiß nicht, was es ist. Wow, das geht gar nicht. Ja, Leute, falls ihr Erwachsene irgendwo auf dem Spielplatz sehen würdet, das sind wir, die immer alles kaputt machen. Also es geht nur nach hinten, aber es geht nie nach vorne. Das war nie so anstrengend als Kind, oder? Wieso ist das so anstrengend als Erwachsene? Ich weiß es auch nicht.
Ich will ja, Kathi hat schon voll Spaß da hinten, ne? Alleine. Yay! Oh, es geht. Ich gehe mit, geh mit Kathi auf die Wippe. Ich bleib hier, warte, ich komm mit. Ey, ich würde aber. Weißt du noch, als man noch so leicht war, dass man oben verhungern musste? Ich muss dir aber sagen, ich würde an deiner Stelle ein bisschen aufpassen. Weil ich nicht so. Kahn hat gut gegessen, Kathi schwebt dann. Hebt ab in den Weltraum. So. Wer will anfangen? Fängst du an? Ja, wie fängt man dann an? Achso, wie fängt man zurück? Ah! Das weiß ich. Aua! Kann man die Karte aufnehmen? Bist du so viel schwerer? Lässt sich nicht. Nein, aber du musst ja mit ein bisschen Druck hier. Zack, runter. Die fliegt gleich. Oh, ich hatte mal ein Kind gesehen, was dann direkt nach vorne übergegangen ist. Ja, also so läuft das beim. So? Ach so, klar. So? Ich habe nicht genug Kraft, um dich runter hochfliegen zu lassen. Wenn wir vier Leute hätten, könnten wir dann zwei. Oh ja, das wäre voll witzig. Das wäre auch mega brutal. Was ist das hier eigentlich? Auch so ein Turm? Kann kriegt schon Drehwurm. Das ist voll anstrengend. Warte. So. Das ist gar nichts für mich. Ich mag nichts, was dreht. Verloren, den kann man jetzt so oben reinschütten, glaube ich. Das soll bestimmt so ein Schiff sein. Captain Kathi ist an Bord. Nee, das kann man da auf jeden Fall den Sack, glaube ich, hier hochholen. Das hier habe ich nicht verstanden, dieses hier. Da kommen Süßigkeiten raus. Das ich schütte jetzt hier oben Sand warum rein, da so wenig? Achtung. Das Verbotene. Doch, was ist dafür? Guck mal, mach mal die Klappe auf. Oh, ich muss ehrlich gestehen, meine Hand tut schon voll weh. Und ist das Drücker? Sand, danke. Spitze. Als hätten wir hier nicht genügend Sand. Haben wir jetzt schon alles? Ne, die Rutschen haben wir noch nicht ausgetestet, ne? Schwierig. Okay, wie komme ich jetzt hier runter? Achtung, fertig. Los. Ich komme gleich runter. Was ist das? Ja, das ist auf jeden Fall eine richtig. Ganz ungefährlich ist diese Rutsche nicht. Ich würde auch sagen, mega spektakulär. Also hast du auch das Gefühl, dass es auf einmal so elektrisch geladen war? Nee, bei mir nicht. Bei eure mir Haare auf einmal hier stehen so elektrisch geladen und ich merke so. Mega spektakulär. So, und jetzt versuchen wir uns mal eine ganz, ganz kleine Hütte reinzusetzen, alle drei. Also ich würde sagen. Durch den Seiteneingang. Ich würde sagen, als erstes geht Kathi. Ich glaube, wir müssen alle unterschiedliche Eingänge nehmen. Ja. Wo darf ich sitzen? Hier, ne? Egal wo. Oh Gott, das ist ja wie in so einer Zwergenhütte. Ihr seid ja riesig. So, jetzt versuche ich noch reinzukommen. Au! Ich habe eher Angst, dass ich nicht mehr rauskomme. Also ich bin der Meinung, wir sollten lieber unsere Miete zahlen. Also so eine kleine Wohnung, so ein kleines Studio können wir auf die Dauer, glaube ich, nicht nutzen. Hier können wir doch so ein kleines Picknick machen. Hier. Ja. So. So, vielleicht ein Teller passt hier drauf. Karten spielen. Ich finde, das sieht gar nicht so klein aus, oder? Im Video. Ist auch einfach mega dunkel hier drin. So. Hallo. Also hier werden immer ganz geheime Besprechungen abgehalten, wie zum Beispiel... Welche Videos kommen als nächstes? Ja, genau. Und wenn uns andere Leute jetzt hier drin sehen würden, ich glaube, die würden uns ganz, ganz schief angucken. Wir gehen auch immer hier hin zurück, wenn uns das Leute Problem wissen. Wäre, wir würden auch gar nicht schnell rauskommen, wenn die jetzt an unsere Taschen da hinten gehen oder also, so. Also falls ihr vor der Polizei mal abhauen solltet, geht nicht in so eine Hütte rein, wenn ihr größer als 1,50 seid. Bitte nicht. So, und jetzt müssen wir auch irgendwie wieder rauskommen. Die nehmen wir komplett mit, die Hütte mit dem Dach. Ich gehe als erstes raus. So Fred Feuerstein-mäßig. Oh ja, es ist ziemlich warm hier. So, Nina ist raus, Kathi ist raus. Ich übergebe die Kamera. Erstmal komplett auf die Linse packen. So, und wer ist jetzt für einen Schaukelwettbewerb? Ich wäre auf jeden Fall dabei. Okay, wer am weitesten springen kann. Nina, bist du dabei? Ja. Okay, gut. Ich bin auf jeden Fall letzter, sage ich jetzt schon. Ich habe da ein paar Tricks und so. Ja, ja, ja. Okay. So, die Schaukel ist da. Jetzt sind wir auch ein bisschen warm gemacht. Das ist wichtig beim Schaukeln. Ja, das kannst du echt machen, das funktioniert. Oh, kann auch Skateboard fahren. Kathi legt schon los. Ich traue mich ja nicht, von hier oben zu springen. Nicht nach weit, nicht hoch. Oh, ich habe mich da immer so lang gepackt. Das könnte böse enden. Mach das ja nicht nach. Ja gut, okay. Das war nicht so weit. Ich glaube, der Fußabdruck ist da zu sehen. Hier. Der Linienrichter. Das ist Kathi. So, Nina, du darfst als nächstes. Okay. Kathi, dein Kommentar? Ja, Außer Puste, ja.
Genau, das war nicht so geplant. Ich wollte eigentlich hier aufkommen. Ja, hier so fast. Also hier ist sie aufgekommen, hier wollte sie hin fast. Oh, ich kriege schon wieder dieses Kribbeln im Bauch. Ja, Nina ist jetzt gerade wie bei Minecraft spielen, ihr werdet ganz schwindelig. Oh mein Gott, ist das euer Ernst? Hey, ich bin hier. Okay, zumindest ist weiter als Kati. Jetzt kommt Kahn. Jetzt komme ich. Kahn übertreibt und fällt direkt auf den Kopf. Don't try this at home. Mach das nicht zu Hause nach. Ja, aber bestimmt schon auf dem Spiel. Also wer auf dem Spielplatz nicht von der Schaukel gesprungen ist, der hat was verpasst. Volle Anstrengung. Ich glaube, Kahn springt bis ins nächste Universum. Ich habe ja gesagt, er legt sich hin. Wo ja, war das hier so, ne? Ja, ich bin ungefähr 3 Meter weiter als ich. Und bestimmt noch mal 1 Meter weiter als ich. Es ist ziemlich anstrengend. Oh, ey. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Dankeschön. Wo ist mein Pokal? Wo ist mein Pokal? Gibt's nicht. Gibt's nicht? Darf ich jetzt ja alleine hier den Spielplatz benutzen? Haben wir jetzt eigentlich alles mein gemacht? Pokal. Ich glaube schon, Pokal, ne? Zeig mein Pokal. Ich glaube, wir haben fast alles. Ja, ne? Und ich frage mich, ob hier alle immer so runterrennen oder so. Vielleicht ein Rodelberg. Vielleicht sollte man das auch nochmal versuchen. Ja, einfach mal laufen. Kathi. Kathi kennt nichts. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles mitgenommen. Mhm. Das war, würde ich sagen, spielen wir Kinderspielzeug. Auf dem Spielplatz. Auf dem zu alten Menschen auf dem Spielplatz. Hat Spaß gemacht. Es hat echt Spaß gemacht. Also Leute, probiert es gerne aus. Ihr seid niemals zu alt für den Spielplatz. Auch eure Großeltern nicht. Macht das gerne. Genau. Schnappt euch Oma und Opa und geht zu eurem Spielplatz. Und eins muss ich noch sagen. Wenn ich mit meinen kleinen Cousinen oder mit meinem kleinen Cousin oder meinem Neffen oder was weiß ich, mit meiner Familie auf dem Spielplatz bin, dann bin ich immer der Erste, der auf dem Spielplatz ist. Und ich lasse die anderen gar nicht ran. Ich auch. Ja. Also wir sind ein bisschen fies. Leute, wir hoffen, ihr hattet Spaß hier heute auf dem Spielplatz. Mal ein bisschen... Was? Wir sind mitten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, genau, Daumen nach oben. Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ihr ahnt es vielleicht schon, wo wir wieder sind. Im Hintergrund sieht man schon Kahn und auch Kathi ist da gerade lang gesprungen. Wir sind mal wieder auf einem Spielplatz. Das kennt ihr schon vom letzten Mal von uns. Heute testen wir ein oder zwei andere Spielplätze. Da sind wir uns noch gar nicht. Ist ja gut, Mensch. Jetzt zeig den Spielplatz. Und hier könnt ihr Kahn in Aktion sehen. Ich bin gerade ein bisschen am Schaukeln, aber ich versuche hier. Warte, warte. Oh! Soll ich dich anschubsen? Vielleicht ja. Alte Leute auf dem Spielplatz, Volume 2. Peinliche Erwachsene, Part 2, oh Gott, das ist sogar für mich zu hoch. Tada! Wow! Diesmal ohne hinfallen. Cool, wir sind auf einem neuen Spielplatz, diesmal aber glaube ich ein bisschen kleiner, aber wir haben beschlossen, wir gehen gleich noch auf einen anderen, der hier in der Nähe ist. Und hier gibt es auch eine richtig coole Rutsche, also die ist auf jeden Fall länger als die letzte. Bei der Rutsche wollte Kahn übrigens mit einem Skateboard runterfahren. Leider habe ich heute mein Skateboard vergessen. Wenn ihr das nochmal sehen möchtet, dann schreibt es in die Kommentare. Oh, oh, ich glaube, er rutscht rückwärts. Ja, Kati nimmt den richtigen Weg. Ich habe den anderen Weg genommen. Ich komme hier gar nicht runter. Mir fehlt ja, Wasser. Vielleicht solltest du nicht versuchen, rückwärts zu kommen. Ja, aber hier. Ja, stecken geblieben. Ja, ich verstopfe jetzt erstmal die Rutsche. Nina macht... Ist das hier nicht deine Rutsche? Nö, ich mach das so. Nina macht das ganz klug. Sie bleibt extra da stehen die ganze Zeit, nimmt die Kamera, weil sie ganz genau weiß, sie kann nicht rutschen. Wie, was? Ich mach das auch gleich. Ja. Aber dann muss mir jemand die Kamera abnehmen. Hier, Kathi nochmal in voller Aktion. Ich glaube, schlechter kann man nicht rutschen. Ja, das wäre schon. Nicht. Die ist sehr stumpf. Ich probiere das auch mal. Ja. Vielleicht können wir ein bisschen Sand drauf verteilen oder so. Also wenn du gerne Sand in deinen Klamotten hast, gerne. Vielleicht rutscht es dann ein bisschen mehr. Ja, versuch mal. Jetzt gerade wo... Gott. Leute, Nina hat voll Angst. Yay! Yay! Ja, du hast zumindest auch eine coole Stoffhose, glaube ich, an, ne? Ja, ich habe auch ein bisschen Anschwung genommen. Aber die ist ganz schön heiß. Kathi hat ein bisschen Sand jetzt genommen.
Und bringt es was? Ja. Ja, ein bisschen. So, und jetzt zeige ich euch mal was. Das habt ihr bestimmt auch alle gemacht. Was denn? Ein Schaukel. Kein Trick. Aber etwas, was eigentlich jeder gemacht hat. Warte. Eindrehen. Ja. Oh nein. Das sieht nicht gesund aus. Schön eindrehen. So. Rausspringen. Warte. Kathi, du kannst mir Anschwung geben. Ja. Warte, ich nehme noch ein paar Runden. Nicht nachmachen. Das hat wahrscheinlich schon jeder gemacht. Nur wenn ihr schwindelfrei seid. So, und jetzt? Achtung, fertig, los. Der wird einem schon vom Zusehen schlecht. Aber das ging gerade. Nein, das hat nicht so gut funktioniert. Aber vielleicht. Das letzte war ein bisschen mehr. Ich weiß, vielleicht sind die Ketten eingerostet, ich weiß es nicht. Normalerweise geht das ein bisschen schneller. Aber ich habe mich ein bisschen verfolgt. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil du das letzte Mal vor 20 Jahren gemacht hast. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Was haben wir denn sonst noch hier? Eigentlich nicht relativ viel, außer so ein Laufwerk. Man kann sich runterkugeln. Wollen wir das mal versuchen, uns hier runterzukugeln? Ich mache das nicht. Willst du das gerne probieren, Nina, oder? Ja, mach das natürlich wieder nicht. Weil Kathi hat Vortritt. Ich nehm Kathis Handy. Nicht, dass sie da drauf rollt. Warte, guck mal, man kann auch das machen. Aber bitte nicht in die Brenner rennen, ne? Man kann auch das machen. So. Zack. Oh. Kahn ist abgeschmiert. Da ist es ganz. Es geht, glaube ich, ganz schön steil runter. Warte, ich springe über dich. Während du rollst. Okay, weiter geht's. Kathi, das sieht aus wie bei Notruf 110. Gut, dass uns hier keiner sehen kann, weil wenn das wahrscheinlich einer sehen würde. Dann hier fliegen schon die Handys durch die Gegend. Kahn ist mega sportlich, ich mach das nicht. Aber mir ist ein bisschen schwindelig. Ich glaube auch, erstmal die Schaukel und dann noch der ganze schwindelig. Rest. Ja, ich glaube, das war alles, was dieser Spielplatz eigentlich zu bieten hat. Ich war jetzt viel hinter der Kamera, ich bin jetzt wieder vor der Kamera. Ich würde sagen, wir ziehen mal weiter, oder? Ich glaube auch, die peinlichen Erwachsenen ziehen jetzt ein bisschen weiter. Also ist okay hier, aber ein bisschen zu langweilig. Es geht noch besser. Ein paar es geht noch besser. Bis gleich. Wir sind jetzt schon beim nächsten Spielplatz angekommen. Nina und Kahn schauen mal gerade schon. Hallo. Also hier halte ich meistens meine Reden, ne, und sage, Kahn, alle Kahnis, zuhören, wir sind die Besten. Und dann reicht es meistens. Hier ist auf jeden Fall ein sehr cooles Klettergerüst. Und hier ist ganz viel Sand, das hatten wir eben zum Beispiel nicht. Du musst mal hier das hier filmen. Erstmal Leute, räumt euren Müll weg und zweitens diese Kratzeis-Dinger, wo man 3 Stunden dran ist. Das sind die besten, wirklich. Gibt nichts Besseres im Sommer, oder? So Moralpredigerin Nina. Wieso denn? Ich habe von Kratzeis geredet. Das ist blau. Das Blaue macht die blaue Zunge. So, wir haben hier dieses coole Teil. Hält das mein Gewicht überhaupt auf? Das wage ich zu bezweifeln. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Höhenangst habe? Komm hier nicht hoch. Nee, ich komme hier nicht hoch. Kahn steckt fest, sie sollten die Feuerwehr rufen. Nee, ich chill hier so. Ich chill so. Hey, alles klar. Yeah. Ich krieg Sand von oben ab von Nina. Kahn hängt hier wie so ein Affe. Ja, so Absprung, Kathi. Ja. Zack. Aber man könnte hier auch so eine geile Plane oder spannend dann so ein Tipi. Ja, Kathi, willst du auch mal auf das Gerüst? Ja, auf jeden Fall. Dann übernehme ich mal. Soll ich das Handy nehmen? Ja. Ist okay, gehört jetzt mir, verkaufe ich. Hast du deins eigentlich von da hinten mitgenommen vom anderen Spielplatz? Nö, habe ich verkauft. Und Leute, schaut euch an, wie groß das einfach ist. Riesig, das schaffe ich aber nicht. Ja, warte, Nieder, ich nehme dich gleich auf. Kathi ist da oben. Grüß dich. So, jetzt darfst du. Hier ist irgendwas. Sag von mir wahrscheinlich. Oh, sehr viel Sand. Ich rutsche ab. Also du bist gleich fast oben, Nina. Du bist gleich fast oben. Ich habe so rutschige Hände, die sind richtig schwitzig. Da kam ich keinen Zentimeter weit auf den Fall. Ihr könnt ja beide mal die Schaukel hier testen, ob ihr die für gut befindet. Runter. Und traust du dich? Bats. Sehr schön. Ich mache jetzt einen Schaukel-Contest. Okay.
Ja, ne, ist schon gut so. Ich glaube, so weit könnt ihr nicht springen. Haben wir ja beim letzten Video schon gesehen. Komm, jetzt aber mal ein richtiger Sprung, bitte. Sprung? Ich will eher, wer am höchsten kommt. Nein, danach springen. Erst wer am höchsten kommt. Oh, es kribbelt schon richtig im Bauch. Oh, und der Wind. Das war knapp. Achtung, Fuß im Gesicht. Jupp. Wenn ich springe, dann musst du weggehen. Ja, okay, ich gehe weg. Sorry. Sorry, du Model. Ich glaube, ich breche mir ein Bein. Ja, Nina, man sieht, du traust dich. Kathi ist mega hoch. Ja, sehr schön. Ich bin nur mega hoch geflogen, aber gar nicht weit. Kathi. Zack. Sehr weit. Das war besser als letztes Mal, oder? Ja. Cool. Ja. Ich würde sagen, zum Abschluss nehmen wir noch die Rutsche hier mit. So. Soll ich dich ablösen? Nee, ich will, dass wir alle drei hier rutschen. Ach so. Alle drei rutschen wir jetzt hier. So, wir gehen jetzt hier rauf. Alle hintereinander weg. Ich hoffe, die Kamera wird das überleben. Okay. Doch, überlebt sie. Oh Gott. Nee. Auf gar keinen Fall. Vogelkacke. Vogelkacke. Also wer möchte, der darf. So, ich gehe ein bisschen vor. Hier kannst du übernehmen. Oder man kann ja eigentlich auch. Meinst du, man kann gehen? Nein, das ist zu gefährlich. Man sieht dich kaum. Warte mal, ich muss mal von der anderen Seite kommen. Kathi, pass auf, nicht, dass du in die Vogelkacke reinfällst. Versuch mal, mit meinen Schuhen zu rutschen. Hat aufgeklappt. Ich bin über die Vogelkacke hinweggestiegen. Das sollte man Kathi hoch anrechnen. Daumen hoch für Kathi, weil sie durch die Vogelkacke gerutscht ist. Ich versuche es jetzt noch einmal hier. Mhm. So, eben hat es ja nicht so toll geklappt. Na gut. Jetzt kommt Kahns Drehwurm. Da mache ich mit. Jetzt. Oh Gott, oh Gott. Geschafft. Wahnsinn. Und, Kathi? Wenn das nicht nach Applaus schreit. Ja, nach super so, Applaus. Und? Wo ist Kathi hin? Oh Gott! Gott. Und ja, rückwärts. Spitzenmäßig unsere Leistung wieder hier auf dem Spielplatz. Oh Gott! Das ist zu hoch. Tja, das war's, glaube ich, oder? Ja. Wir haben uns mal wieder total verausgabt. Wie haben wir das Format genannt? Alte Leute, peinliche Erwachsene. Peinliche Erwachsene auf dem Spielplatz. Was machen 30-Jährige auf dem Spielplatz? Was machen 30-Jährige auf dem Spielplatz? Wir sind zwar nicht ganz 30, aber so ungefähr. Wenn es euch gefallen hat, kommt. Daumen nach oben. Nicht vergessen zu abonnieren, kommentieren. Und haben wir schon gefragt, was das liebste Obstacle quasi ist auf dem Spielplatz? Ja, was macht ihr denn am liebsten hier auf dem Spielplatz? Also und vielleicht auch, Klettern, wo ist euer Lieblingsspielplatz? Schaukeln. Und würdet ihr gerne mal mit uns auf den Spielplatz gehen? Alles unten in die Kommentare schreiben. Ciao. Bis dann. Tschüss. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Schülmeer-Kanal. Wir sind mal wieder auf einem Spielplatz. Aber das dürft ihr keinen sagen, weil wir sind eigentlich ein bisschen zu alt. Und wenn die uns jetzt hier erwischen, dann schmeißen die uns wahrscheinlich alle raus. Kriegen wir Spielplatzverbot. Gut, genau. Deswegen sind wir auch relativ früh extra hier hingekommen, damit uns keiner hier erwischt. So, und wir sind mal wieder die peinlichen Erwachsenen heute auf dem Spielplatz. Hier gibt es wieder richtig coole Sachen auszuprobieren. Zum Beispiel sehe ich hier schon so eine große Wippe. Die könnt ihr ja schon mal direkt testen. Ja, da habe ich schon ein paar Sachen noch abgedeckt. Kathi muss erstmal frei. Aber bitte mit Action, ne? Also hier jetzt. Man kriegt die Beine gar nicht so richtig runter. Ne? Ich glaube, gleich quatsch ich mir auf den Boden. Ich mach schon so, heb schon ab. Also die hat auf jeden Fall den Test bestanden. Noch bei der letzten, wo ich mal so hochgeflogen bin. Ich kann ja mal versuchen, hier drauf zu kommen. Die hat auch so richtige Federn. So, jetzt sind wir hier oben. Also wird ein bisschen schwierig, ich habe ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Aber es geht. Oh nein, kann ich schon. Okay, ich glaube, sie hat den Erwachsenentest auf jeden Fall bestanden. Ja.
Aber hier können auch mehrere Leute, hier können auch mehrere Leute drauf, das ist das Gute. Da kann man so nebeneinander sitzen, hier in der Mitte können noch ein paar, also... Das ist gar nicht so schlecht, ne? Sehr, sehr cool. So, ich wäre dafür, dass ihr beiden jetzt mal hier auf die Erwachsenenrutsche geht. Also ist die perfekte Größe für Nia eigentlich, die ja sowieso sehr, sehr klein ist. Ich kann da, ich brauche ja gar nicht die Treppe wahrscheinlich, ne? Ich kann da einfach draufstehen. Einfach einen großen Schritt. Ich habe hier, glaube ich, hängen geblieben. So, Nia, zeig mal deinen besten Move hier. Oh mein Gott, guck mal, Nina, warte mal. Nina, du bist fast so groß wie die Rutsche. Ja, ne? Streck dich mal auf der Rutsche aus, vielleicht sieht man das, dann kann man das dann besser erkennen. Nina ist einfach so groß wie die Rutsche selbst. Wenn ihr wissen wollt, wie groß ich bin, gigantisch. Versuch's mal in den Kommentaren zu erraten. Ja, schreibt mal meine Körpergröße, das würde mich mal interessieren, ob ihr gut schätzen könnt. Was haben wir denn hier? Ach, da kann man sieben. Das ist auch ganz praktisch, da findest du hier. Also ich muss ehrlich gestehen, das ist wahrscheinlich für die Langweiler. Oh. Doch. Willst du mich jetzt als Langweiler bezeichnen? Nö, du musst es ja testen. Ne? Bitte? Wenn wir jetzt eine Schaufel dabei hätten, dann könnten wir den ganzen Sand hier reinigen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber wir haben hier aber noch weitere Sachen. Ich glaube, die testen wir jetzt auch mal. So, und heute gibt es auch ein YouTube-Exposed. Ich zeige heute meinen Wagen. Steigt alle ein. Kannst du mich vielleicht mitnehmen? Ich würde auch gerne mit auf den Spielplatz. Nee, das kostet. Das ist ein neuer Lambo. Ist das kein Taxi oder Nein, was? Das ist ein neuer Lambo. Ungefähr 2,5 PS. Ja, du kannst ruhig einsteigen. Steig ruhig ein. Darf ich auch? Ja, du darfst auch gerne mit einsteigen. Steig von vorne. Ist auch hier mit so einem Überrollbügel. Das heißt, wenn man mal bei meinen Fahrkünsten, die sowieso ein bisschen zu heftig sind, guck mal, da kommt schon extra der Hubschrauber für mich. Ja, die Polizei. Ich glaube, die sind wegen uns hier, weil wir gerade auf dem Spielplatz sind. Kann das sein? Könnte sein. Könnte passieren, ne? So, Leute, jetzt geht mal Gas. So, die steht auch bis 150 km/h. Kati, festhalten. Ich fahr runter. Oh Gott. Also ein bisschen cool ist das schon. Mal richtig. Ich sehe zum ersten Mal so ein Ding. Ich auch. Das ist gar nicht so schlecht. Richtig cooler Jeep ist das. Ja. Und dann haben wir hier ein Spielgerüst. Das kannst du mal zeigen, Boah, das Nina. Ist echt sehr das cool. Ist echt richtig riesig. Oh, es ist sehr, sehr hell. Ich hoffe, ihr konntet es jetzt sehen. Kahn ist der Erste. Also hier kann man hoch auf jeden Fall. Das ist so eine richtige Burg oder so. So eine Feuerwehrstange. Kathi kann mich ablösen. Ich brauche eine Treppe, ich komme noch da nicht hoch. Kannst doch hier hoch. Hallo. Hier hoch? Also hier kann man auf jeden Fall hoch. Hier, das ist doch das Seil, da kann man sich so hochhangeln. Oh, ja. Ich habe das Gefühl, wir machen das Ding hier gleich kaputt. Wir wiegen auf jeden Fall zu viel. Quatsch. Einzeln geht das aber nicht zusammen. Oh, guck mal, das ist ja cool. Guck mal, Kathi. Ja. Ah, okay, ich sehe schon. Also das ist was für die... Muss man nur versuchen, rüberzukommen. Kannst du dich hangeln? Kann. Das ist aber auch für Kinder total hoch. Ne? Wo bist du dann, Nina? Einfach so ein Stamm, wo man so drüber balancieren kann? Okay. Also ein bisschen wie so ein Kletterpark auch, ne? Ja, also guck mal, hier gibt es auch so ein Netz. Oh, ah, okay. Cool. Guck mal von unten einmal. Hast ja keinen Rock an, ne? Nee. Nein, nicht gucken! Nicht gucken! Das ist eigentlich ziemlich cool und hier kann man auch, wenn man durchpasst und nicht so dick ist wie ich, dann kann man hier wahrscheinlich auch irgendwie durchkommen. Tada! Ah, siehst du, bist doch nicht dick. Sehr Hallo. Elegant. Hier wieder zurück. Das ist ziemlich cool. Da ist auch noch eine Rutsche. Ne? Die klassische Schaukel ist auch noch mal hier, ne? Ja, selbstverständlich. Und auch was Neues, das werden wir gleich, dieses Drehding. Ah, ja. Da wird aber immer mega schwindelig. Und bist du wieder runtergekommen, Nina? Ja, klar. Auf das Ding will ich nicht, dann wird es hier schlecht. Ja, da gehen wir mit Kathi drauf gleich. Also ich muss echt gestehen, das ist ja so Standard, ne? Das hatten wir jetzt auf den ganzen netten Spielplätzen auf jeden Fall auch, ne? Die Schaukel ist der Klassiker. Die Schaukel darf nirgendwo fehlen, um ehrlich zu sein. Ich kann ja mal in Nina schaukeln. Nein. Geh weg. Also ist ziemlich cool. Also der Spielplatz hat einiges. Ja, finde ich auch. Also könnte mit einer der spannendsten sein, auf denen wir bisher waren, ne? Es sind noch 366.444 zu testen. Ist viel zu tun. So, Kathi, komm, wir trauen uns. Wir müssen das auf jeden Fall irgendwie andrehen. Das geht auch nur für zwei Leute, ne? Schön hinsetzen, nicht auffallen. Oh Gott, wenn ich das schon sehe, wird mir so schlecht, Leute. Boah,
mir das war schwindelig. Die ist schlimmer als die Fußball-Challenge. Stimmt, da waren wir doch auch schon so schwindelig. Warte. Nein! Oh oh, Kathi muss leiden. Ich fühle mich, als ob ich... Okay. Wir sehen uns dann in einem halben Jahr wieder, Kathi, wenn das Ding dann aufhört, sich zu drehen. Wenn Kathi wird hier ohnmächtig auf dem Ding. Oh. Kann man das bremsen? Nee, ne? Du musst jetzt da sitzen bleiben. Du bleibst jetzt da sitzen, bis das aufhört zu rollen. Warte, ich komm mit. Ich glaube, er hat es. Oh Gott. Karl ist richtig abgeschmiert. Nochmal. So, also ich habe mich ja extra jetzt geopfert für dieses Video. Nina, wie wär's, wenn du jetzt auch mal mit drauf kommst? Ich mach das nicht. Warum nicht? Boah. Weil mir schon bei Minecraft immer mega schlecht wird. Mir wurde auch gerade ganz schön schwindelig. So, ihr wollt das nicht. Jetzt setze ich mich mal hin. Jetzt dreh ich dich. Jetzt kommt die Rache von Kathi. Ich könnte, Kathis Rache! Habt ihr vielleicht ein Eis für mich oder so? Das ist Kahn anscheinend noch nicht schnell genug. Nö. Das kommt auch. Oh Gott. Kommt da gar nicht dazwischen. Oh Gott. Jetzt wird schon ein bisschen schwindelig. Wo ist denn die Kamera? Da. Da. Boah! Boah! Ich komm gar nicht mehr! Ich kann übertreiben, glaube ich. Oh Gott! Oh Gott! Ich komme hier nicht runter! Ich komme hier nicht runter! Nein! Versuch mal selber runterzukommen! Oh Gott, ich komme hier niemals runter! Boah, mir wird schon schwindelig, wenn ich nur zu Kahn hinkomme. Oh. Bin ich noch auf der Welt oder bin ich schon auf einem anderen Planeten? Kahn ist schon abgehoben, glaube ich. Leute, guckt euch das an. Ich weiß nicht, wie lange er da noch drauf sein will, aber... Ich weiß es nicht. Ich komme hier nicht. Warte. Setz dich gar nicht. Ich stoppe das Ganze dann für dich. Nein, warte. Boah. Hast du mich reingelaufen, Leute? Also, mir ist ein bisschen schwindelig. Ihr seid auch ein bisschen im Schatten. Auf jeden Fall, ne? So, jetzt kann ich euch sehen. So. Mir geht's gut. Wenn ich jetzt einen Test bei der Polizei machen müsste, ich glaube, ich würde nicht bestehen. Also jetzt geht's gerade schon wieder. Es wird immer relativ schnell wieder gut, ne? Also. Was sagt ihr zu meinem Abflug eigentlich? Der war grandios. Was für eine Note, Nina? Flug? Mindestens eine 2+. Yes. Mindestens. Da ist doch auch noch eine ganz große Rutsche, ne? Haben wir die auch schon gezeigt? Wollen wir die noch zeigen? Ja, nicht ausprobieren, aber zumindest einmal zeigen, oder? Die hier vorne? Ja, genau. Noch zwei große Rutschen. Hast recht. Wo ist denn die andere? Ja, da. Ach ja, natürlich. Hier ist noch eine. Die ist so ebenerdig, da rutscht man direkt in den Sand rein. Kann man auf den Spielplatz draufrutschen. Finde ich auch cool. Und aus Metall, Hochglanz. Oh, guck mal, die ist sogar richtig gut. Ah, mit Wellen auch. Oh mein Gott, sowas Spannendes habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Ich bin sowas von aufgeregt. Total geflasht. Ich bin total geflasht. Mit Festhalten. Ich habe heute die falschen Spielplatzschuhe an. Aber ja, das merkt man. Heute keine Gummistiefel. Ja, cool. Also, der Spielplatz hat einiges, oder Nina? Einiges zu bieten. Cool, auch mit dieser Burg und so. Richtig geil. Und natürlich mit unserem Spiel mit mir Fahrzeug. Das war mein Highlight. Ach, und hier ist das auch so angelegt, als ob man über so einen Fluss geht, ne? Ja. Und hier sind wahrscheinlich Krokodile oder so. Wahrscheinlich deswegen das Fahrzeug hier. Expeditionsfahrzeug. Also, Leute. Unser Fazit zu diesem Spielplatz ist natürlich mehr als... Hier bin ich. Was sagt ihr zu meinem Flug? Gerne in die Kommentare schreiben, 1-6 Minuten. Wie groß bin ich? Genau. Könnt ihr auch mal erraten. Und vielleicht, ob Kathi die richtigen Schuhe heute anhat. Also das Schuhwerk ist, glaube ich, nicht so geeignet für den Spielplatz. Nee. Wir hoffen, ihr hattet mal wieder Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer neuen Folge von Peinliche Erwachsene auf dem Spielplatz. Genau, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Hallo! Hey Leute! Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Spiel-mit-mir-Kanal. Wir sind mal wieder auf dem Spielplatz heute. Yes. Die peinlichen Erwachsenen sind mal wieder unterwegs, machen den Spielplatz unsicher. Oh, hier ist auch schon ein Hund im Anmarsch. Oh, genau, ein Hund ist im Anmarsch und hier ist auch schon richtig viel Sonne. Hunde, die Bällen beißen nicht, das weiß man. Wir stehen immer noch ein bisschen im Schatten. Sehr, sehr, sehr coole Spielgeräte, die wollen wir euch natürlich jetzt wieder zeigen und ausprobieren. Wir werden die euch jetzt einzeln vorstellen und wir können eigentlich hier starten. Ich glaube, sowas habe ich bisher noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. Sieht sehr cool aus. Das ist eine Blume, ne? Ja, stimmt. Es ist Nina, eine Wippe, bitte, wo man zu viert wippen Nina, kann. Nina, bitte nicht. Also ich weiß nicht, bei deinem Gewicht könnte das ein bisschen nach hinten. Ja, soll ich auch noch mal hier mit drauf? Aber wer wiegt mehr? Jetzt geht's. So. Ich glaube, wir sind jetzt in so einer Können wir uns jetzt auch drehen?
Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Ich glaube. Ich glaube, zu dritt wird es ein bisschen schwierig. Wir brauchen wir noch jemand Viertes. Ihr könnt euch bewerben. Wer möchte auf diesen Platz da? Ach so. Ja, ist doch cool. Also es ist mal was anderes. Also zu viert kann das wahrscheinlich noch spannender werden. Wir können ja erst mal versuchen, die Balance zu halten. Ja, lass mal versuchen. Ja, genau. Ja, wird ein bisschen schwierig. Dafür müssen wir wahrscheinlich genau gleich wiegen. Aber das werden wir nicht hinbekommen. Ich glaube, ich wiege mehr als Kahn. Ja. Oh. Das bekommen wir so. Bin aber auch größer als Kahn, deswegen darf ich das. Ja, das stimmt. Das stimmt. Mhm. Da darf man ruhig 50 Kilo mehr wiegen. Das 100. Ist überhaupt kein Problem. 100. Okay, also die Wippe ist schon mal ziemlich cool. Aber es gibt hier noch einiges zu entdecken. Geh mal runter, ich will das auch mal drehen. Ach, willst du drehen? Ja, aber gut. Du musst runtergehen, das kann ich jetzt nicht drehen. Ja, ach so, du willst das so drehen. Na dann, mach mal. Ja, geht, ne? Naja, geht so. Das geht. Das ist ein bisschen schwergängig. Aber eine schöne Blume. Oh, da bellt schon wieder. Es gibt wieder was zu drehen. So, das ist der Saturn. Nieder weg, nieder weg. Ja, mach du. Ja, sehr cool. Das ist ziemlich cool. Oder? Yay! Boah, mir wird jetzt schon schwindelig. Das zwei Runden. Wird er schon wieder schwindelig? Ja, ich will runter. Also bei mir geht's eigentlich. Ihr könnt ja gerne versuchen, das ein bisschen anzudrehen. Also ich habe gegen Drehung nichts. Nina muss schon wieder ein bisschen Sicherheitsabstand hier halten. Ich muss jetzt schon wieder mit. Nina, geht's? Ich kann Sachen nicht abdrehen, da wird mir total schwindelig. Willst du mal halten und ich drehe ein bisschen kann? Ich bin schon ausgeschaltet. Ja, drauf will ich nicht. Das hat mir letztes Mal gereicht. Achso, du willst drehen. Das kann wieder runter. Das kann wieder runterfliegen. Kräfte hier nach außen. Wie heißen die? Zentrifugalkräfte? Die Gegner. Oh Gott! Ich falle hier gleich runter. Oh Gott, ich falle hier gleich runter. Das war also der Planet. Also es wird ziemlich heftig. Mir ist schon wieder ein bisschen schwindelig. Aber es geht, um ehrlich zu sein. Lass uns das Ding mal testen. Ein riesiges Klettergerüst. Das ist, glaube ich, auch eine Rutsche, das hier, ne? Ja. Das sieht auch sehr abgespaced aus. Wie kommt man denn hier hoch irgendwie? Ich glaube, du musst da hochklettern. Also man kommt auf jeden Fall von oben nach unten, das weiß ich. Aber ich werde gleich mal versuchen, hier nach oben zu klettern. Aber ich weiß nicht, ob meine Fitness dafür reicht. Gucken wir erstmal, dass Kathi da runterrutscht. So. Ich glaube, man muss sich jetzt hier so breitbeinig draufsetzen und dann so runterrutschen. Ich nehme dich mal von der Seite auf. Ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Upsala, ich bin gerade in den Müll getreten. Ich weiß wirklich nicht, ob ich mich das traue. So hoch? Und ich habe schon wieder... Vor allem, du rutschst ja auch nicht wegen deinen Beinen. Die stoppen ja. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Das ist echt... Grades. Es ist Zeitlupe. Lange Hose wäre besser gewesen, glaube ich. Ich glaube, Kathi kommt nicht. Kathi kommt nicht wieder runter. Mal die Feuerwehr. Leute, das war's heute. Kathi bleibt heute hier. Wir holen sie dann in einer Woche wieder ab. Ist kein Problem. Springen! Also ich sehe schon die armen Kinder da oben verenden. Ich schaff's nämlich auch nicht. So, du bist unten. So, ich nehme den schwierigen Weg. Kahn klettert hoch. Warte, ich hab's geschafft. Ich bin wieder unten. Außer Puste. Also es war ziemlich einfach, jetzt hier hochzukommen. Ich versuch's mal auch gerade runter. Aber du hast eine lange Hose an. Mit der langen Hose geht's wahrscheinlich. Yay. Das ging ziemlich klar. Aber hier gibt es auch noch andere Sachen. Wofür ist das denn? Ist das vielleicht auch so zum Reinlegen? Ja, ich glaube schon, da kann man sich reinsetzen. Ich übernehme mal. Oh, das ist so eine, so eine Art Hängematte. Und die kann man... Soll ich noch was zu trinken bringen? Oh, das wäre ja ganz nett, ein kühles Getränk bitte. Ja, so eine Brause. So eine Brause? Ist das hier, also bewegt sich das überhaupt nicht? Man kann so ein bisschen schaukeln, wenn man will. Das macht aber komische Geräusche. Wollte gerade sagen, das macht aber komische Geräusche. Das ist hier so die Schatten-Area hier auf dem Spielplatz, wenn man nicht mehr kann. Ja, das sind die VIP-Plätze, die kosten. Kann man hier mal so chillen, Chill-Out. Aber was haben wir denn hier? Kann man hier runterrutschen? Die ein bisschen runterklettern vielleicht? Unterklettern, ja, das sieht kann man natürlich auch. Aber ich frage mich auch, warum hier so ein Kreis ist und sowas hier. Das ist irgendwie, hat auch irgendwas zu bedeuten, glaube ich. Ich glaube, das ist zum Festhalten, vielleicht sind das die Kreise von YouTube, die roten Kreise. Kann natürlich auch sein. Und die Pfeile. Ich versuche mal hier hochzuklettern. Ich hier, die Spirale hochzuklettern. Oh. Habt ihr das gesehen? Ich bin direkt abgerutscht. Wie soll das gehen? Das ist total rutschig. Vielleicht schmier ich ab, ich merke das schon. Tja, Klettermonster hier. Ja, sehr gut. Ding, ist doch klasse. Bewerb mich jetzt, wie heißt das nochmal? Ninja Warrior. Ninja Warrior. Und hier ist auch eine, ey, habt ihr das schon gesehen? Hier ist eine Kletterwand. Oh, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, kann sich ja mal einer vielleicht versuchen von euch. Ich möchte wieder runter. Dann versuchen.
Oh, oh, ich rutsche nicht nochmal davon runter. Jetzt muss ich irgendwie anders runterkommen. Also, ihr seht es schon, ganz, ganz peinlicher Erwachsener heute. Aber ich habe das noch nie gemacht damit Klettern. Das ist vor allem auch für Kinder. Diese kleinen Griffe und so sind echt mini. Ja, ja, bla bla blub, mach jetzt. Kathi, bitte nicht runterfallen. Nee. Geht das nicht? Geht nicht. Es geht nicht. Kathi, versuch du es mal. Nina hat aufgegeben. Ich finde die Dinger total klein. Kommt mit meinem Fuß gar nicht drauf. Ja, sehr gut. Achso, seitlich, ja gut. Ja, schafft. Okay, schauen wir uns weitere Dinger an. Obwohl, hier ist ja auch noch ein bisschen was. Ja, genau. Muss man sich hier so langhalten? Nina, du bist sowas von sportlich heute. Ich kann nicht, ich bin viel zu kaputt. Das hat mich schon total fertig gemacht in der Hängematte. Oh Gott, Kathi sitzt mir auch im Nacken. Kann nicht mehr. Spielplätze machen einen total fertig. Endlich was Neues. Ich sag endlich was Neues. Ich glaube, das hatten wir bisher noch nicht auf dem Spielplatz. Gut. Nina und Kathi haben sehr viel Spaß, sieht man gerade. Komm, ein bisschen Action hier. Ja, mal ein bisschen Action. Das ist doch viel zu langweilig. Wir können ja actionmäßig abspringen wieder. Vielleicht kann ja mal einer runterfallen. Abspringen. Ohne sich zu verletzen natürlich. Man muss erstmal Anschwung geben. Boah, ich komme schon nicht mehr. Ich wollte abspringen, aber mach das nicht, dann kriegst du direkt den Reifen in die Beine. Aber die Schaukel finde ich voll cool. Ich möchte auch mal. Ihr habt hier die ganze Zeit Spaß und ich bin jetzt die ganze Zeit am Kamerad. Komm, nein. Ja, damit schön der Ring in meinem Gesicht landet. Auf gar keinen Fall. Das lasse ich mir nicht gefallen. Kann aber nicht bei voller Fahrt aufspringen. Könnte ich, aber mit der Kamera wäre das ein bisschen schwierig. Also ohne Kamera würde ich das schaffen. So, ich bleib jetzt so. Ich spring ab. So, wir brauchen hier mal ein bisschen Action. Oh, Achtung, du bist jetzt auch da gefährlich nah an der. Geschafft! Oh, jetzt so. Kein Kahn drauf. Bist du alleine oder? Nein, kannst du ruhig drauf. Okay. Kathi will nicht mehr. Ich gehe gegenüber hin. Oder so, ich soll zurück. Warte. Das macht Spaß, ne? Naja. Ich möchte niemals mit Kahn auf irgendeinem Spielgerät sein, der übertreibt immer total. Ja, da, warum übertreiben? Es dreht sich auch jetzt wieder vor ihm. Warum das denn? Hast du das so gemacht? Hab ich gemacht. Kahn! Ich meine gleich wirklich runter. So, macht doch Spaß. Ich verstehe nicht, was für ein Problem ist. Nina, kannst du mir helfen? Wie denn? Er ist nicht zu bremsen, er ist nicht aufzuhalten. Ich hänge hier wie so ein nasser. Du kommst nicht mehr runter, ich lass dich nicht mehr runter. Habe ich auch keine Ahnung. Spannung halten. Nicht wieder. So, wir halten langsam an. Ganz langsam. Kommen wir runter, Kathi. Guck mal, ich halte sogar die Schaukel für dich an. Danke. Da hast du es. Perfekt, Kathi ist safe. Ich sag noch da hinten, heute drehe ich mich nicht. Und was macht Kahn hier? Man kann das sehen, das wusste ich nicht, dass man das so eindrehen kann. Oh, ich hab's fast abgekriegt. Ich achte schon drauf. Nee. Ja, es geht. Also, das, wow! Meine Lieblingsszene war echt, als wir beim letzten Mal aus dem Karussell gefallen sind. War auch meine Lieblingsszene. Das ist auch ziemlich cool. Dann sehe ich noch. Vorsicht, Vorsicht, weg. So. Ich hätte da auch wieder ein schönes kleines Haus für uns entdeckt. Ah ja, oh, richtig. Ja. Es gibt noch ein kleines Haus. So, wir gehen jetzt in so ein kleines Haus. Ich stelle mal die Kamera hier hin. Hallo! Das ist nicht ganz klein. Ein bisschen müssen wir die Kamera hochmachen, wenn wir. Ah, nee, Kahn war doch schon gerade hinter uns. Jetzt ist das schon weg. Ach, da ist er ja wieder. Vorher will ich jetzt Sand reinmachen. Nein! Kommt aber alles auf deiner Seite wieder raus. Da ist ja zu. Jetzt will ich auch machen, das ist alles schön draußen. Ja, ein schönes Häuschen. Hier bleiben Nina und Kathi meistens zur Miete. Zahlen auch so ihre 2000 Euro im Monat. Das ist nur für Regen. Wenn es regnet. Wenn man sich mal schnell unterstellen muss. Ja. Stimmt. Aber ist auch ziemlich gut. Ansonsten chillen wir in unserer Hängematte da hinten. Genau. Ja, und sonst kommen wir jetzt zu meinem Klassiker. Ihr kennt es natürlich. Kommt mal kurz mit. Mein Pferdchen ist wieder da. Ihr kennt es aus der ersten Folge. Aus der legendären der ersten Folge. So. Und dann. Boing! Ich komm nicht mehr hoch. Ich hab hier noch was Gutes entdeckt. Hier, wir helfen kann ein bisschen. So. Tschüss. Ich glaube, so ist es nicht gedacht. Ich glaube, so ist es wirklich nicht gedacht, aber es geht. Du liegst auf dem Boden. Warte. Hier. Katja hat ein ziemlich cooles Trick. Oh ja, was ist das? Ein Laufband.
Ah, das ist doch perfekt für euch beide. Hier könnt ihr spielen und ein bisschen Sport treiben. Wir sind sowas von sportlich. Ja, geht's? Macht Spaß auf jeden Warte. Fall. Nicht wieder gemein werden. Noch gar nicht gemein. Also er will ein bisschen Action reinmachen, das ist ihm alles zu sicher hier. Aber ich muss ehrlich gestehen, dann haben wir, ich glaube, ein ganz klassisches Ding noch. Achso, die... Das ist hier ganz, ganz klassisch. Ich finde aber, das Ding ist ein bisschen heftiger, Nina, oder? Das da hinten. Ja. Das sieht so aus wie so eine Maschine irgendwie. Der Terminator. Maschine. So, ah, guck mal, hier kann man hier so schieben. Muss man aber echt vorsichtig sein. Hallo. So, hier kann man... Das solltet ihr lieber nicht machen. Hier kann man so auch gegebenenfalls irgendwie runterspringen. So, ist ein bisschen hoch. Sollen wir es wagen? Er hat es geschafft. Das du kannst gerne wieder runterrutschen. Lebensgefährlich. Ich glaube, ich rutsche lieber nicht. Mit einer kurzen Hose ist das nicht so klug. Obwohl, vielleicht funktioniert das ja. Ja, willst du auch mal drauf? Ich habe einfach die Beine hochgemacht, dann ging's. Hat auch hier ein bisschen mit dem Sand, hilft natürlich auch. Guck doch mal. Guck also es gibt mal. Hier ziemlich viele Drehsachen, ne? Das ist jetzt auch, glaube ich, schon fast das mein Letzte. Fazit ist schon mal, dieser Spielplatz ist nichts für Leute, die schwindelanfällig sind. Oh Gott, ja. Das ist der, der Astronautenspielplatz. Springt rein. Also ich sag euch, das ist mit das schlimmste Ding, was ich, glaube ich, jemals erlebt habe. Spring rein, wie soll das denn gehen? Warte. Ich halt's an. Das Gute ist, man kann es hier selber anhalten. Mir ist ein bisschen schwindelig. Ich wäre aber dafür, dass wir mal zu dritt hier. Komm mal mit rein zum Abschluss hier. Ich will nicht, das ist doch, viel doch. Aber nur, wenn du nicht wieder so übertreibst. Viel zu warm und viel zu schnell. Nein, ich übertreibe nicht. Seid ihr bereit? Ich mach schon, keine Sorge. Ach, du machst schon. Stopp. Wir haben noch nicht mal richtig angefangen. Ich möchte nicht. Und Kathi möchte schon. Nina möchte schon weg. Kathi kann draufbleiben, ich will nicht. Ja, ich gehe auch raus. Ich habe schon auch mitgebremst. Oh so. Gott, mir ist jetzt machen wir mal ganz angenehm, wenn Kahn nicht dabei ist, so ganz sanft. Hier, Kahn, kann man die Kamera? Ja. So, ganz sanft. Das ist eher was für mich. Da kann ich noch klar drauf. Ja, das ist eher was für die Langweiler, wollte ich gerade sagen. Das ist das Seniorenrad, was sich dreht. Senioren? nach Senioren. Was kommt denn nach Senioren? Die Toten. Das Totenrad, oh nein. Ja, okay, gut. Sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und nochmal rückwärts! Ich finde, es fühlt ein bisschen so an, als wenn Kathi der Busfahrer wäre, oder? Ja, ich habe auch. Ein Busfahrer, der nicht weiß, wo es hingeht. Ja, wir drehen uns nur im Kreis. Leute, ein neuer Spielplatz, aber ich glaube, ich muss ehrlich gestehen, unser Favorit heute ist, glaube ich, dieses Ding, oder? Ja. Cool. Sieht echt cool aus. Ja. Und sonst? Chillout Area. Unser abschließendes Fazit hier zum Spielplatz ist eigentlich, glaube ich, relativ positiv. Ne? Also hier gibt es echt viel zu entdecken. Schön groß auch. Wo das jetzt natürlich ist, werden wir selbstverständlich nicht sagen. Die müsst ihr selber finden oder euren eigenen Spielplatz um die Ecke. Es hat Spaß gemacht. Yes, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, oder? Genau. Beim nächsten Mal auf dem Spielplatz? Vielleicht, wer weiß. Oder woanders. Leute, wir sehen uns. Tschüss. Ciao. Herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Yes. Und ihr seht schon, wir sind wieder auf dem Spielplatz unterwegs. Endlich wieder, obwohl das Wetter ein bisschen kühler wird. Genau, haben wir trotzdem gedacht, frisch, dass wir heute mal wieder auf den Spielplatz gehen, weil heute haben wir noch mal gutes Wetter, auch wenn es jetzt ein bisschen früher ist und noch, ja, ich glaube, auf dem Video kann man es nicht sehen, aber kommt ein bisschen Rauch raus. Ein bisschen, genau. Und wir werden uns heute einen neuen Spielplatz anschauen. Genau, und das Gras ist auch noch ein bisschen nass, werden wir auch gleich noch mal zeigen. Aber erstmal schauen wir jetzt ein bisschen, was hier so ist. Hier sind ziemlich coole Klettergeräte, ne? Also hier geht's eigentlich. Das ist eine Hängematte. Also du kannst mich ja gerne ein paar Wochen hier abholen. In der Zwischenzeit genieße ich hier ein bisschen die Sonne. Wie im Urlaub ist das hier, ne? Ja, hol mich mal später ab, ist ja. Okay. Ich schau mal in der Zeit ein bisschen weiter. Hier sind überall so coole Holz, Stämme, über die man balancieren kann, klettern kann, an den Seilen entlang balancieren kann. Warte, ich kann hier, warte mal, ich versuch's mal. Balancier mal. Ja, besser als letztes Mal. Aber man muss echt aufpassen, das ist echt ein bisschen rutschig. Wow. Ich glaube, das ist ein ganzer Kletterparcours, ne? Einmal komplett rum. Man kann so lange klettern, bis man da oben in diesem schiefen Haus ankommt. Warum ist das eigentlich so schief? Ah, guck mal, Kahn. Ich bin schon hier oben angekommen. Hat schon geschafft. Also man könnte auch hier hochklettern, aber Kahn hat es über die Seile geschafft. Wow. Ja, selbstverständlich, aber bitte, ist doch klar. So, anscheinend kann man sich hier ein bisschen...
Oh, unscharf, ey. Aber das ist keine Kraft. Deswegen übernehme ich mal die Kamera. Kathi ja, darf gerne ein bisschen klettern. Da hatte mir das viel wackeliger vorgestellt. Die Seile sind total fest, ne? Ja, ich versuche mal gerade von hier, weil die Sonne sonst so schön die Kamera blendet. Ja, hier und ist doch schon viel besser. Gleich müssen wir auch gucken, da sind ganz verschiedene Schaukeln. So verschiedene ja. Schaukeln habe ich noch nie gesehen. Das da kann man ein Schaukelbattle vielleicht machen. Ja. Ja. Ich versuche mal bis zu dem schiefen Haus zu kommen. Das schiefe Haus habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Ja. Angekommen. Oh. Da hat es Kathi geschafft und ich möchte auch mal nach oben kommen. Ja. Hier vorne sind auch noch so Spinnennetze, ne? So, wie komme ich jetzt hier? Ne, durch die Spinnennetze wird das nichts, deswegen gehe ich mal diesen Weg wieder. Das ist echt ein ziemlich cooler Kletterpark, muss ich sagen, oder Spielplatz allgemein. Das ist wirklich fast schon wie ein Kletterpark, ne? Ja. Aber muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt sehe ich dich auch nicht mehr, du bist hinter den Essen. Hallo! Ey, das ist ja echt cool. Ja, der Spielplatz scheint auch nur relativ neu zu sein. Ja, sieht noch ganz neu alles aus. Auch das Holz sieht noch so hell aus. Kaum Graffitis oder Bemalung. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass der relativ neu ist. Wow. Guck mal, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um zu dir zu kommen. Hallo! Hallo. Hallo. So, wir haben hier wieder eine kleine Hütte. Und hier geht's jetzt weiter. Auch wobei, ich sehe hier die ersten Sachen, die ersten Liebesbekundungen hier wurden schon aufgebaut. Wo denn? Ich sehe gar nicht. Ach, hinter uns und so, aber das zeigen wir nicht. Achso, ja, stimmt, aber lieber nicht. Hier sieht es eigentlich ziemlich cool aus und den Spielplatz da hinten kann man wahrscheinlich auch schon sehen, oder? Ja, genau. Der ist, glaube ich, für kleinere Kinder. Das ist ja. Das gleiche nochmal in kleinen so. Wobei, ich würde das hier eher als Kletterpark bezeichnen. Ja, schon, ne? Ich und auch das passen. Eher als Spielplatz da hinten. Und hier in der Mitte, habe ich ja gerade schon gesagt, da gibt es vier verschiedene Schaukeln. Sollen wir da hin? Die werden wir auf jeden Fall jetzt mal testen, oder? Wollen ja. Wir hier über die Brücke gehen? Ja. Traust du dich? Klar! Oh, jetzt meine ich das. Guck mal, das bei der Rutsche kann man jetzt sehen. Ah, jetzt sieht man, genau. Hier ist noch überall so Tau, Morgentau. Ja. Ich traue mich aber trotzdem. Ah, ja, super. Jetzt ist es auch trocken, jetzt kann ich auch einmal langrutschen. Ja. Ich würde aber trotzdem eher mit den Füßen, aber musst du aufpassen, das ist ein bisschen gefährlich. Ja, nee, das ist voll nicht. Sonst komm hier runter. Ich rutsche einfach und dann bin ich halt nass. Ja. Oh, jetzt bin ich ja sehr nass geworden. Oh. Du bist ganz so nass, dachte ich. Ja, das ist das Problem. Na, oh. Ich denke, hier auf die Schaukel können wir ja mit den Füßen drauf, das ist ja kein Thema. Ja. Ne? Ich denke, diese Dinger sind nicht genau, so nass. Das hatten wir ja letztes Mal auch schon, ne? Das ist ja. Dieses, wo man, wenn man sich ein bisschen ausruhen will, wenn man chillaxen will. Chillax! My brother, my sister. Das ist toll, ne? Das ist so ein Schiffchen. Ja. Willst du dich mal reinstellen? Ja. Oh, wieder schön die Sonne. Und ich glaube, da kann man auch mit mehreren so drin sitzen. Also wenn man die. Wenn es nicht so nass wäre. Genau, dann könnte man hier so hintereinander drin sitzen und Schiff fahren. Ja. Das ist auf jeden Fall cool. Ey, ich muss ehrlich gestehen, das Ding ist hier riesig. Ja. Das ist echt riesig hier. Es sind auch noch so riesengroße Wiesen rundherum, ne? Ja. Also hier wird einem definitiv nicht langweilig. Ja. Macht Spaß? Ja. Sieht nach Spaß aus. Aber weißt du, was es hier gar nicht gibt? Hier ist überhaupt nicht so ein Schaukelpferd für dich, ne? Stimmt! Aber dafür habe ich so was anderes gesehen. Ich sehe sie schon, da vorne sind glaube ich so. Ja, aber ich habe was ganz, ganz Interessantes gesehen. Sollen wir vielleicht hinten auf den Spielplatz? Ja. Dann gehen wir doch mal jetzt hier hin. Und Leute, sagt es nicht. Normalerweise dürfen wir hier gar nicht drauf. Wir sind schon aus dem Alltag raus, aber pssst, nicht weiter jetzt. Denn hier, das ist ziemlich cool. Ein Bagger, ne? Ja. Ich war auch wohl schon wieder nass hier. Ich bin sowieso nass. Oh. So. Funktioniert sehr gut. Man kann sich sogar darauf drehen. Ja. Party! Party hart! So. Ja, sehr cool. Jetzt ist gut, es trocken, ne? Jetzt kannst du auch mal drauf sitzen. Ich hab das trocken gemacht. So, ich brauch gar nicht drauf sitzen. Ich kann das auch so hier. So, und dann? Das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Auf jeden Fall, sehr cool.
Davon gibt es zwei hier auf diesem Spielplatz. Genau, hier ist noch der zweite, da kann man einen kleinen Buddelwettbewerb machen. Vielleicht könnten wir mal eine Buddel-Challenge machen. Ja, ich habe schon gewonnen. So, und dann haben wir hier einen etwas kleineren Spielplatz, selbstverständlich. Ach, das ist der Schneckenspielplatz. Ich sehe da oben nämlich eine Schnecke. Und da hinten an der Wippe sind auch Schnecken. So, hier können wir jetzt natürlich Sand reinpacken, wenn wir möchten. Ne? So. So, und dann kann das nach oben gezogen werden. Ne? Oder wir können es halt wieder hier. Sehr schönes Ding. Gefällt mir gut. Und hier haben wir so eine Art, ja. Ach, da kann man. Keine Wasserbahn, sondern eine Sandbahn. Man könnte, ja, genau. Man könnte da aber auch Wasser reinmachen, ne? Ja. Ja, gut, wenn man Wasser mitgebracht hat. Wenn man Wasser mitgebracht hat. So, und dann haben wir hier unsere Schneckenwippe. Die sind ja total süß, ne? So. Wow, warte. Diese Seite. Also, wenn da jetzt zwei sitzen würden, dann würde es richtig hier. Die würden richtig hochfliegen. So. Wenn man immer in der Mitte bleibt, das ist die Technik, ne, passiert einem gar nichts. Ne? Also hier kann es abgehen, wie es will. Muss dich nur in die Mitte stellen und es passiert dir gar nichts. Es ist alles gut. Cooles Ding. Gefällt mir richtig gut. So, Kathi, du bist dran. Du musst wieder ein bisschen Sport machen. Ja, ich habe hier gesehen, hier ist auch noch sowas. Ist das wohl zum Balancieren dann auch? Ich denke mal. Oder einfach zum. Für die etwas kleineren Kinder hier zum, ja, Balancieren, ne? Für die, die sich vielleicht auf den großen Spielplatz da nicht trauen. Der Boden ist Lava. warte. So, gut, das hat geklappt, aber ich dachte gerade, es wackelt ein bisschen. Möchtest du vielleicht mal auf den, ja, auf das Schneckengerüst da? Ja, auf jeden Fall. Dann, auf geht's. Oh, ich merk's, man sieht's gerade nicht, aber es ist gut nass auf jeden Fall. Aber ist ja egal, wir sind hier auf viel Platz. Da hat man Spaß. So, hallo. Ja, die Rutsche darf ich dann wohl. Ja. Hallo! Ja, cool. Also der Spielplatz hat sich doch auf jeden Fall gelohnt, würde ich mal sagen. Aber wir haben noch was vor, ne? Ach ja, stimmt. Was haben wir denn vor? Wir wollen eine Schleim-Challenge machen. Wir werden hier auf dem Spielplatz Schleimzutaten sammeln. Warte mal, die hier überall versteckt Schleimzutaten sind. Wer lässt denn hier einfach Schleimzutaten liegen? Und wir müssen haben jeder eine Minute Zeit, möglichst viele Schleimzutaten zu sammeln und okay, dann unseren eigenen Schleim daraus zu machen. Okay, gut. Das machen wir doch jetzt einfach, ja, mal. Los geht's. Also ich habe jetzt eine Minute Zeit und hier sind überall Schleimzutaten versteckt. Man sieht zum Beispiel, da habe ich schon was entdeckt. Yeah. Super. Und die sind durchnummeriert von 1 bis 6. Okay. Nummer 1 bis 3 braucht man auf jeden Fall, damit es überhaupt Schleim werden kann. Na, wollen wir hoffen. Die restlichen Nummern sind halt zusätzlich. Na gut. Und ich laufe einfach los, ich sammle so viel, wie ich kann. Okay, wie lange hast du Zeit? Eine Minute. Eine Minute. Und go. Los. Ja, 5 habe ich noch. Dann, ich gehe mal hier irgendwo hoch. Obwohl, da hinten sehe ich noch was. Wo? Hier. Ach da, ich komme gar nicht hinterher. Aber brauche ich denn? Ich brauche ja 1 und 2 auf jeden Fall. Was hast du jetzt? Welche Nummern? 5, 4 und 5. Okay, dann such mal weiter. Oh, nochmal 4 brauche ich nicht. 4 habe ich ja schon. Hier ist noch was. 5 habe ich auch schon. Mist. Ich habe 6. Ich habe jetzt genau das, was man nicht unbedingt braucht. Ach nein. Die sind total nass hinten, aber gut. Nein, und jetzt hau ich noch eine 1. Okay, du hast noch 20 Sekunden Zeit. Da sehe ich doch was. 2 habe ich noch. 1. Hast du die 1? 2, 3, 4, 5, 6. 6 habe ich auch. Ich habe alle. Okay. Ich würde sagen, jetzt mache ich mich erstmal auf die Suche. Ich könnte ja ein bisschen sehen und danach versuchen wir den Schleim mal zu machen. So, zeig mal nochmal deine Ausbeute hier. So, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ja, aus der Puste. Ja? Ja. Gut. Geht's? Ja. Gut, jetzt ist Kathi dran. Jetzt bin ich dran. Du guckst oben auf die Uhr. Ja. Eine Minute Zeit habe ich. Eine Minute. Du hast ja wahrscheinlich schon ein bisschen gerade gesehen. Das habe ich gesehen. Also? Eigentlich kann ich mir Zeit lassen. Nein, wir machen. Ja. So, ich habe hier die 2. Warum sehe ich nichts? Ah, kam schon wieder was entdeckt. 4, 6, 5. Oh, hatte ich bisher alles nicht. Da unten sehe ich was. 1, also fehlt mir nur noch 1. Fehlt mir nur noch die 3. 3. 1 ist 4. Ta-da-da-da! Hast du alles? Ich habe alles. Also, hat genau gepasst. Heute spielt mir Online-Shop, #keine Werbung, grüne Überraschungstüten mit. Na, wir werden gucken, was drin ist.
Hast du meinen Jump gesehen? Ja. Habt ihr meinen Jump gesehen? Ich habe versucht hinterher zu springen. Aber mein Rücken tut jetzt voll weh. Ich bin aus dem Alter raus, Leute. Okay. So, zeig du noch mal deine Ausbeute. Ja. Ich habe jetzt hier einmal die 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. Okay, dann lass uns mal schauen, was in den Tüten drin ist. Guck mal zuerst in die 1. Oh, da habe ich roten Elmer's Glitter Glue. Ich habe durchsichtigen Bastelkleber von U. Ist das bei dir in der 1 drin gewesen? Ja, das ist bei mir in der 1 okay, drin gewesen. Okay, dann guck ich mal in die 2. Ich guck mal in auch in die 2. Was habe ich da? Ganz wichtig wahrscheinlich. Ja, natürlich, Kaisernatron. Ja, habe ich auch und ich habe schon aufgerissen. Auch. Oh. Also okay. Vorsichtig. So, natürlich nehmen wir den Müll gleich mit, ne? Ja. Okay. Selbstverständlich, also bitte. Das ist ja so süß verpackt hier alles. Was haben wir hier? Oh, das sieht nach Kontaktlinsenlösung aus. Kombilösung, ja, für weiche Kontaktlinsen. Habe ich auch. So. Dann gucken wir mal, was bei 4 drin ist. Bei 4 habe ich jetzt... Ich weiß nicht, welchen Gesichtsausdruck ich machen soll. Ich habe Yummy Lemon. Ich habe Fizzy Berry. Fizzy Buble. Ich habe weiße kleine Styroporkügelchen. Ich habe bunte Styroporkügelchen. Okay. So, und als letztes, was haben wir hier drin? Aber ich habe schon gesehen, eigentlich braucht man ja nur 1 bis 3, um wirklich ja. Eigentlich Schleim zu machen. Alles andere ist, was zusätzlich zu deiner Schleimsorte noch hinzukommt. Dann gucken wir mal, was hier drin ist. Ah, hier habe ich so kleine Sternchen. Und ich habe so kleine Herzen. Ja, perfekt. Okay, so. Okay, dann alles ab in die Flasche, ne? Erstes Klebstoff habe ich. Du hast ja auch Klebstoff, ne? So, ich habe jetzt auf jeden Fall schon eine ordentliche Portion weißen Klebstoff hier drin. Dazu kommt jetzt wahrscheinlich ein bisschen von diesem Kaisernatron, ne? So, das reicht mir. Jetzt bräuchten wir Eva, die ist ja die Schleimexpertin. Ja, richtig. Schöne Grüße an Eva. Genau, die könnte uns noch ein paar Tipps geben, aber ich versuch's einfach mal. Ich hoffe, dass dahinter Schleim kommt. Oh, meine Hände kleben schon. Toll. Bisschen Kaisernatron. Bisschen Kontaktlinsenflüssigkeit. Vom Kaiser persönlich. Nein, selbstverständlich nicht. Meine Nase läuft schon. Ist bei euch momentan auch so Phase für Krankheit? Oh Gott! Nein! Oh. Aber bei mir ist der Schleim oben hängen geblieben, das ist das Problem. So, jetzt ist er durch. Reicht das an Kaisernatron, meinst du? Ja, glaub schon. Ja, ne? Das bei mir brodelt es schon ein bisschen hier drin. So. Also ich sag euch, hier auf dem Stein Schleim zu machen, ist ein bisschen kompliziert. Das ist ja die Herausforderung. Wo ist denn hier das Ding? Hier. Ich hoffe, da kommt wirklich Schleim hinterher raus. Also bisher sieht es absolut nicht danach aus. Ja, doch, meins eigentlich schon. Doch. Bei mir noch Shake it! Shake it, baby! Vielleicht muss ich noch ein bisschen irgendwie von den Zutaten dazu machen. Ach ja, ich habe ja auch noch meine Styroporkügelchen und so. Ja, wollte ich gerade auch reinpacken. Ich mach noch ein bisschen Kontaktlinsenflüssigkeit und ein bisschen Glitzer. Also ich glaube nicht, dass ich den Schleim hier gleich noch rausbekomme, Kati. Nur wenn man das schafft, den rauszubekommen, hat man gewonnen. Ja? Ja. Gut, dann habe ich definitiv verloren. Ja, ich aber auch. So, ein paar Styroporkügelchen. So, das reicht mir eigentlich. Ich will nicht, ich will keinen anderen Schleim. So. Shake it. Ja, keine Ahnung. Vielleicht muss man das mal von irgendwo runterwerfen. Oder ein bisschen schleudern. Also so sieht mein Ding jetzt aus. Also es wirkt nicht wie Schleim und ich habe auch irgendwie nicht das Gefühl, dass das noch Schleim wird. Ah, doch, bei mir. Ja? Du musst es noch kräftiger schütteln. Boah, jetzt muss ich das zurückholen. Guck mal, ein bisschen hat sich hier schon bei mir so abgelöst. So, na wohl, ein bisschen nur. Ich glaube, bei mir ist es relativ ähnlich. Ich habe hier so eine Masse. Aber naja, gut. Zumindest hatten wir die Schleimzutaten hier gefunden. Eine Sauerei, sag ich dir, Mensch! Ja, bei mir, muss ich ehrlich gestehen, ist da nicht viel draus geworden. Ich knete den jetzt nochmal gut durch. Also wenn da Schleim ist, das ist einfach nur eine feste Masse. Hier. Das ist so ein bisschen Schleim hier so. Ja. Bisschen. Ja, es ist auf jeden Fall eine Knetmasse, sagen wir mal so. Ja. Ne, und bei mir ist es zwar, aber ich möchte das ehrlich gesagt jetzt nicht rausholen. Ich warte eher ein paar Stunden ab, das sieht eher aus wie so... Das muss das doch reifen bei dir, oder? Abgelaufene Marmelade sieht das eher aus.
Naja, gut. Zumindest haben wir aber die Schleimzutaten hier auf dem Spielplatz gefunden. Und da könnt ihr mal vom Kati das sehen. Wer hat den besten Schleim? Also das als Schleim zu bezeichnen, ist ja eine Frechheit, Leute. Ich würde sagen, es war trotzdem sehr, sehr gut heute, dass wir einfach auch mal hier ein bisschen was gefunden haben, mal wieder. Ja. Nach den Squishies und Familie Vogel haben wir jetzt hier Schleimzutaten auf dem Spielplatz. Was man alles so auf dem Spielplatz findet, unfassbar. Habt ihr auch schon mal Schleimzutaten auf dem Spielplatz gefunden? Aber bitte nur, die wirklich zum Schleim dazu zählen, also nicht Dreck oder irgendwas anderes. Ja, man könnte ja noch ein bisschen Sand mit reinmischen vielleicht. Ja, ne? Oder Hundekot oder sowas. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Yes! Einen Daumen nach oben da lassen. Sonst schaut natürlich unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao! Was? Hilfe! Guten Morgen, hallo! Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mir Kinderspielzeug. Und es heißt mal wieder peinliche Erwachsene auf dem Spielplatz. Zum Glück ist keiner da, deswegen kann es nicht so peinlich sein. Wir werden heute mal wieder den Spielplatz erkunden. Yes. Karl und Kati sind auch schon ganz heiß da drauf, ich natürlich auch. Und ich würde sagen, ready, steady, go. Wir haben hier ein riesiges Klettergerüst mit Rutsche quasi. Wobei ich eigentlich sagen muss, dieser Spielplatz erinnert mich eher an so Standardspielplätze. Also da haben wir schon coolere gesehen, aber das ist natürlich auch ein cooler. Ich finde, die sind also alle hier relativ, einiges. Also hier relativ ist gleich. Große Rutsche. Hier ist nochmal was zum Klettern. Also da hinten sind verschiedene Schaukeln. Kati, du siehst gerade gigantisch aus, weil ich die so von unten filme. Da hinten ist auch noch ein kleiner Fußballplatz. Hier ist eine Kletterwand. Können wir auch ganz nach oben. So, wenn Kati schon gigantisch war, dann will ich mich mehr jetzt hier sehen. Ja, du siehst aus wie, weiß ich nicht, wie so die Freiheitsstatue. Hallöchen! Kati macht hier schon das Sandspielzeug unsicher. Den Sandkran. Das ist ganz schön schwer. Oh. Ja. Gar nicht so einfach mit einer Kamera zu klettern. Die muss man ja irgendwie. Soll ich die mal nehmen? In einer Hand halten. So, damit ihr auch hier Nina seht, wie sie hier klettert. Die Rutsche hier gleich. Hallöchen! Und hier ist der Sand, den ich gerade hochgeholt habe. Das war genug. Kann nicht mehr. Nina, willst du mal hier durch das kleine Loch durchklettern? Durch das kleine, ich glaube, da bleibe ich stecken, ey. Das ist ehrlich. So, Karl rutscht, jetzt kommt das. Ja, okay, ich finde, die Rutsche sieht schon viel, viel besser aus. Ich wollte ja sagen, wir kommen hier runter. Das ist gar keine Rutsche, ne? Da ist noch eine Rutsche. Kommt ihr eigentlich hier durch die Ringe oder seid ihr viel zu dick dafür? Wir hatten gerade schon drüber gesprochen. Ich glaube, da passen wir, glaube ich, nicht durch. Ich glaube auch nicht. Du kannst mir wieder die Kamera geben, Karl. Ja. Kahn, wie wär's hier? Du kannst dich doch mal ein bisschen langhangeln hier. Ich versuche jetzt doch hier noch durchzuklettern. Ja, wobei, warte. Das ist so hoch, so niedrig. Guck mal so. Pause, Kahn. Was? Du musst jetzt so bleiben. Tja, Leute, was ihr nicht wusstet, ist, ich habe mir auch eine kleine Schwierigkeit ausgedacht. Denn das hier ist auch eine Pausen-Challenge. Ja. Es gibt ein Safe Word. Das heißt, wenn Kahn nicht mehr aushält, das jetzt hier so zu halten, dann kann er Muffin sagen und dann ist er befreit. Es gibt aber einen Punktabzug. Das heißt, wenn er das jetzt nicht schafft, du musst jetzt bleiben. Erzähl nicht so viel. Dann, ja, viel Spaß, Kahn. Ja, was? In dieser Hose. Oh. ich stecke hier wirklich schon fest. Ich würde sagen, Kati, Pause. Pause? Ja, du musst jetzt auch da bleiben. Nein. So wie es aussieht, kommt Kati hier sowieso nicht mehr raus. Es ist ein bisschen dunkel, aber man sieht an ihren Füßen, dass sie in der Luft sind. Kahn, wenn du erlöst werden willst, musst du Muffin sagen. Nein. Dann musst du halt da bleiben. Oh Gott, weißt du, wie schwer das ist? Und geht das gut? Das wirst du niemals aushalten, Nina. Nicht eine Sekunde, sage ich dir. Gut, in die Arme geht das und in die Beine. Oh Gott. Und in den Kopf. Oh. Na, wird die schon warm? Ja. Komm schon. Kati, kommst du da jetzt raus? Komm schon! Oh Gott. Ach, du bist schon mit den Füßen auf dem Boden. Hey, ja, Fortschritt. Jetzt runtergerutscht. Ja gut, ich würde sagen, Kati ist befreit. Pause, stopp. Pause vorbei. Komm schon. Bitte. Ich lass Kahn richtig leiden bis am Abend. Boah, du musst gleich richtig dran, sage ich dir. Aber sowas von. Okay, ich befreie dich. Oh Gott. Oh, meine Hände tun so richtig weh. So, guck mal jetzt die Kamera her. So, jetzt bist du mal ein bisschen hier dran. Ich würde an deiner Stelle auch mal deine Hose putzen. Hinten. In voller Sand, ne? Ja. Das kommt vor auf dem Spielplatz. Kati, warte, ich muss kurz bei Kati. Kati. Ich dachte mir, also ich komme da nicht so unten raus. Jetzt dachte ich, ich kletter hier irgendwo raus, aber hier komme ich auch nicht raus. Ich glaube, ich muss gleich wieder hoch.
Kathi steckt fest. Soll ich dir helfen? Vielleicht kannst du mich hier rausziehen. Wie dieses Karottenspiel. Stopp! Wer muss Pause sagen? Ja, oder Pause. Ist ja egal. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen auf die Rutsche. Ja, so können wir Kathi auch nicht befreien. Ist doch egal, sollen sie so bleiben. So, wir jetzt mal hier auf eine andere Rutsche. So, hier. Ui. Ganz viel Sand. Wir müssen Kathi befreien, ich steck fest. Ruf mal die Feuerwehr. Kathi steckt fest. Kathi weiter. Nina noch Stopp. Pause. Ja gut. Sieht natürlich auch sehr sinnvoll jetzt aus wahrscheinlich. Ja. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Oh nein, mein Schal. Das gab's noch nie. Peinlicher Erwachsener steckt wie nennt man das, im Ring fest, im Reifen. Und wir haben es eben noch gesagt, aber das ist auch vielleicht. Ich hätte fast gesagt, McDonald's hat angerufen, Kathi steckt in der Rutsche fest. Ich versuch's jetzt so. Ja, das ist ein bisschen hier irgendwie, meine Arme schlafen ein. Ja, kann sein. Kathi, stopp, Pause. Oh. Nina, weiter. Ah, oh Gott, das sieht echt megamäßig aus. Wie eine kleine Schildkröte. Ich schaffe es gleich raus. Hallöchen! Hallöchen! Okay, Kathi, weiter. Ach, jetzt komme ich hier so raus. Jo. Nee, Kathi, stopp. Oh. Macht Spaß, ne? Ich will endlich hier wieder aus den Ringen raus. Kathi, ich finde es nicht in Ordnung, dass du hier auf dem Spielplatz einfach auf Klo gehst. Also, das finde ich nicht in Ordnung. Ich gehe gar nicht auf Klo. Doch, doch, das sieht man doch. Okay, komm, weiter. Jetzt aber. Kathi, stopp! Oh. Ich wollte gerade sagen, ich bin wieder frei. Hilfe! Prima, das war so lange. Guck mal, wie bei Kathi. Oh Gott. Kathi, weiter. Oh. Wollt ihr auch helfen? Ach, ja. Du hast dich auch auf einen Fall gesetzt. Der schöne Schal ist hin. Ist jetzt total versandt. Der ist definitiv hin. Oh, aber immerhin bin ich wieder frei. Ich hatte kurz so ein bisschen das Gefühl, ich müsste da jetzt auf ewig drin stecken bleiben. So, willst du mal? Ja. Das ist sehr langweilig. Ach so, das ist hier wieder die Kinder. Das ist die Kinderabteilung. Das ist die Nina-Abteilung. Ich wollte das auch schon immer mal machen. Wie wär's, wenn ich hier mal draufgehe? Aha. Das ist doch wieder was, wo. Das ist ganz nass. Bekannt für bekannt, oder? Ist, ne? Nee, ist nass. Ist das nass? Ja. Oh. Ach, stellt euch doch nicht so an. Dann bleibe ich halt so. So. Ja, gut, aber. Oh Gott, ich hab vor, das schneidet zurück und kriegt das. So, bitte, geh du mal als erstes drauf. Ich setz mich da jetzt hin. Das wird trocken und hoffen. Nee, das fühlt sich voll eklig an. Es darf eigentlich immer nur. Also Nina, stopp! Ah! Ich muss das ausbalancieren. Ja! Na gut, komm. Okay. Weiter. Darf ich weitermachen? Ja. Oh Gott, ich habe gerade schon Panik gekriegt. Ich dachte, ich falle nicht in die Tiefe. Also, wo wir jetzt noch nicht. Wo, das sind noch Schaukeln? Das können wir gleich noch machen. Da sind noch drei Stück. Das ist sehr gut. Warte. Wie kann man sonst auch den hier machen? Aha. Ich hätte gesagt, keine Pause. Das gibt auf jeden Fall Kopfschmerzen, je länger er da hängt. Darfst du nicht mehr bewegen? Warum? Nur der die Kamera hat nach Pause sagt. Pause. Achso, keine Pause. Ja, okay. Oh, Kahn sieht aus wie ein Faultier. Ja. Wir waren, der sieht aus wie ein Schlumpf. Guck mal seine Mütze an. Ja, so ein Zwerg. Kahn ist ein Zwerg. Na gut, Pause zu Ende. Weiter. Meine Mütze. Aha, jetzt klettert Nina da hinten hoch. Gibt's schon mal was. Ist halt der Spielplatz. Schaffst du es hoch, Nina? Nee. Nina, Pause. Ah! Nein! Meine Hände sind total verkrampft. Lass sie mal so. Sie hat mich eben richtig leiden lassen. So, jetzt würde ich mal sagen, dass sie mal so richtig leidet. Nein! Du kannst natürlich auch das Zauberwort sagen, ne? Da bist du die einzige Verliererin heute. Nein. Was habe ich davon, wenn ich über Pause-Challenges anzette? Oh Mann, das geht nicht. Also hier bist du eben nicht durchgekommen, Kathi. Nee. Soll ich es mal versuchen? Ja, Nina, weiter. Ah, oh, danke. Du musst doch dabei sein. Ey. Ja, wir müssen doch mal gucken. Wenn nein, du musst doch richtig leiden. Nina will auch sehen, wenn du stecken bleibst. Weißt du, was sie eben bei mir gemacht hat? Wenn du das. Ey, ich habe hier aber auch immerhin erlöst, ne? Nicht, dass ja, du ja, du musst es nicht machen. Nach gefühlten 10 Minuten. So, ich guck mal schon mal hier durch das Loch, mal gucken, ob Kahn da kommt. Ja, ich sehe Kahn. Oh Gott. Ja, ich bin mal gespannt, Kahn. Eigentlich, ich habe dich vorgewarnt. Du hast es gesehen, wie ich stecken geblieben bin. Ja, du bist
Du wirst mir gleich noch glauben. Kahn, Pause. Das ist halt für Kinder ausgerichtet. Und sieht einfach. Ist okay. Also es fühlt sich nicht anders an wie bei mir zu Hause. Okay. Na gut, dann weiter. Oh, das war aber ganz kurz. Brauchst du Hilfe? Oh, das einzige Problematische ist meine Jacke. Ja, die hindert dich da dran, ne? Ja. Sonst? Und jetzt? So, jetzt einfach rausklettern. Ja, einfach rausklettern, das machen wir. So. So, gleich wieder nach oben. Also ich glaube, ich habe nicht übertrieben. Ihr seht, Kahn hat genauso Schwierigkeiten wie ich. Also wer hat sich sowas ausgedacht? Kahn, Pause! Jetzt lassen wir aber Kahn wirklich mal drin. Wollen wir mal zu den Schaukeln gehen? Ja, wir gehen mal zu den Schaukeln. Es gibt drei Schaukeln. Das sind auch diese mit Lehne. Ich nehme mal die hier. Warte mal, in welche Richtung nehmen? Man hat das ja im Rücken, ne? Ja, eigentlich schon. Das heißt, ich würde ja in die Richtung schaukeln. Ja, dann... Oh, ich liebe Schaukeln. Ich auch. Ich glaube, man sieht auch immer noch Kahn da hinten. Man kann aber jetzt nicht Pause sagen, weil... Alles gut, Kahn? Ja. Ich kann das ja nicht anhalten. Ich bin nicht so dick wie du. Oh, wir hätten auch einen Ball mitbringen können. Es gibt ja auch Fußballtore. Ja, hier ist ein Fußballtor. Ja, weiter, Kahn! Okay, ich glaube, wir können mal gucken, wie er sich befreit. Siehst du? Man steckt fest, oder? Ich glaube, wir müssen die Feuerwehr rufen. Wie erreicht man die Feuerwehr? 112? Ich komme auch sowas, aber ich möchte eigentlich, kann jemand meine Mütze nehmen? Ja. Ich habe Angst, dass meine Mütze gleich hier runterfällt. Witzig, dass die so endet wie mein Schal, ne? Ich mach dir ein bisschen Luft. So, jetzt hier. Oh Gott, ich habe Angst, dass das Gesicht fällt. Kann man dir irgendwie helfen? So, und jetzt hier runter. Und mein Pullover ist voll nass, voll dreckig. Das bleibt nicht aus auf dem Spielplatz. Kahn, Pause, ne? Was? Ich glaube, Kahn hat sie am schlimmsten getroffen auf dem Spielplatz. Ja. Weil er immer so heftige Stunts macht. Das gibt Bauchmuskeln, wenn du das so... Nee, das geht eigentlich, weil hinten meine Beine klemmen noch fest. Okay. Deswegen. Ja, sehr gut. Okay. Ich sag aber nicht Muffin. Dann mach weiter. Der Kopf wird schon ganz weh. Okay, ich glaube, ich muss den mal rausziehen. Warum? Nee. Geht schon? Alter Mann. Ich irgendwo fest. Da. Oh, er hat sich selbst befreit. So, jetzt sei ganz ehrlich, Kahn, war das jetzt so leicht? Ja, es geht. Aber man muss halt nicht unten raus. Er hat sich auch voll gesabbert. Aber das war schon eben. Das ist der Houdini von Spielmehr Kinderspielzeug. Der Entfesselungskünstler schlecht. Komm überall raus. Ja. Ich habe eher immer Angst um meine Mütze, dass sie irgendwo in den Sand fällt. Uiuiui, nicht seine Mütze. So, ich würde sagen, wir haben hier wirklich auch eigentlich alles ausprobiert. Wir waren gerade schon ein bisschen schaukeln. Naja, das Fußballtor lassen wir jetzt einfach mal. Kein Ball dabei, ne? Ich bin überrascht, dass keiner Muffin gesagt hat. Wir haben alle ganz tapfer durchgehalten bei dieser Spielplatz-Pausen-Challenge. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Yes! Wer hat es am besten gemacht, das könnt ihr gerne mal abstimmen. Wer war am härtesten, am tapfersten und am stärksten oder drauf? Wen hat es auch am heftigsten getroffen? Ja, könnt ihr auch mal sagen. So, Daumen nach oben, kommentieren, abonnieren und natürlich auf das Glöckchen drücken. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss. Da-da-da. Hallo! Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielmehrkanal. Leute, heute sind wir mal wieder auf einem Spielplatz und wir sind mal wieder zu dritt, endlich mal wieder. Nina ist aus dem Urlaub, Kathi ist aus dem Urlaub und ich bin auch aus dem Urlaub. Das heißt, wir sind mal wieder hier gemeinsam auf dem Spielplatz. Frisch und munter. Und es gibt heute eine kleine Schatzsuche hier. Zwar ohne Schatzkarte, wir werden sie einfach finden, glaube ich, die Spielzeuge. Aber uns wurde gesagt, dass wir hier einige Spielzeuge finden werden. Wir sind hier heute auf einem Wildschwein-Spielplatz, oder? Ja. Also wir sehen hier zum Beispiel. Das sind richtige... Figuren und kleine Frischlinge. Messing oder so. Oh. Ja. Ich finde die total cool. Süß sind die. Ja, die sehen euch auch ein bisschen ähnlich, muss ich sagen. Aber die sind doch süß. Das ist doch schön, wenn die Schweine. Ich auch. So, und der Spielplatz ist eigentlich ziemlich groß heute. Also wir haben hier auch einen Fußballplatz, Basketball, Tischtennis. Wir haben einen coolen Wald. Ne? Also es sieht echt fein aus, muss ich sagen. Ich glaube, hier, das ist auch so ein Wasserlauf, ne? Ja, das kann sein. Viel Wasser. Ja, also der Wald ist auch ziemlich cool, ist auch ziemlich groß, ne? Und es wird schon ganz herbstlich hier. Ja.
Also, aber ich wäre dafür, dass wir jetzt natürlich hier mal auf dem Spielplatz gehen. Und ich habe auch schon ein neues Gerät entdeckt, Leute, wo wir gleich definitiv drauf müssen. Ich habe es auch schon entdeckt. Ne? Kathi hat es auch schon entdeckt. Aber wir gehen jetzt als erstes mal auf den Spielplatz. Was mir bei den Spielplätzen auch gut gefällt, ist, wenn sie so ganz grün sind. Ja. Ne? Also, wenn wir ganz viel Grünfläche haben. Hier haben wir eine klassische Schaukel. Aber hier ist unten drunter ist das betoniert, ne? Das ja. Das sonst immer nicht. Gummimatten. Ah, Gummimatten, auch gut. Nina, bei dir musst du vorsichtig sein. Ich glaube, deins ist ein bisschen nass. Mein Schuh ist total dreckig. Echt? Mein ist nass? Oh ja, meins ist wirklich. Vielleicht mit den Füßen drauf. Kann man ja auch auf die Schaukel. Ich glaube, da komme ich mit dem Kopf dagegen. Die quietscht. Ja. Aber es geht. Ja, so wie Frühsport am Morgen. das tut gut. Ein bisschen schaukeln. Ja. Ist schön, ne, wenn der Kahn die Kamera hält und ihr könnt einfach ein bisschen hier schaukeln. Findet ihr immer gut, ne? Gut. Traust du dich abzuspringen, Kathi? Ja, sehr gut. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben hier das tolle Spielgerüst. Sieht eigentlich ziemlich spannend aus. Ihr könnt auch gerne drauf, ihr müsst nicht auf mein Kommando warten. Okay, Karl. Was kann man hier machen? Was ist das? Achso, das geht nicht so. Ja. Ah. Da ist nicht irgendwas. Wo? Ich hab was entdeckt. Hier, nimm mal die Kamera mit am besten. Also da hinten sehe ich, da liegt was und ich erkenne das, glaube ich, als Plädoknete oder so. Ja, genau. Oh, hoffentlich ist Karl nicht schneller als ich. Versuch schnell hier. Was habe ich? Ich hab. Oh Mist. Da, da, da. Wollte schnell hier über die Leiter rüberklettern. Ich hab Plädo gefunden, ne? Partyknete. Ja. Wie viele? 15 verschiedene Farben. Mit Stickern. Ich gehe mal hier hindurch. Oh! Kathi, komm mal, ich habe hier, glaube ich, was gefunden. Ah ja, was ist das denn? Schau mal rein. Was haben wir denn hier? Es ist schön dunkel im Tunnel. Wir haben hier... Ach, das ist eine Tony-Box. Mhm. Cool. Also damit, ich glaube, damit kann man sich ganz tolle Hörspiele anhören, oder? Ja. In dieser Tony-Box. Und das ist eine von vielen, glaube ich, die wir hier irgendwie auf dem Spielplatz gefunden haben. Ich gehe mal nach oben. Nimmst du sie mit? Ich nehme sie natürlich mit. Also was ist das denn für eine Frage? Also hier die Tony-Box. Wo? Hier. Was ist das, Nina? Das wurde richtig gut getarnt hier hinter so einem kleinen Baum. Ich glaube, ich kann es erkennen. Ist das so Glibby oder so? Glibby Snowball. Ich übernehme mal. Ich muss mal ein bisschen genauer hier anschauen. Uah. Das sind quasi, es ist ein Badezusatz, aber als Schneeball. Das heißt, man tut Wasser da rein und dann hat man wirklich so Schneekugeln, die man formen kann. Also im Prinzip Schnee zu jeder Jahreszeit. Voll cool. Okay, cool. Kathi kommt nicht weiter. Ich war aber noch gar nicht richtig auf dem Spielplatz. Nina, übernimm mal. Ich will mal hier mal richtig hier. Also wir sind zwar hier für die Schatzsuche, ne? Aber ich möchte auch mal vernünftig auf dem Spielplatz. Ne? So, hier ist auf jeden Fall unsere Ausbeutung. Unsere Ausbeute. Ausbeutung. Ich versuche mal hier diese Feuerwehrstange runterzuspringen. Hallo! Kahn ist da oben. Ich bin mal von der anderen Seite, weil es so ein bisschen gegen das Licht ist. So. Dann sieht man dich vielleicht besser. Traue ich mich hier runter zu springen? Nein, mach's nicht, dein armes Knie. Traue ich mich nicht. So, hier war Kathi eben auch schon drauf. Gott! Ach guck mal, das wackelt so schön. Hier, Kahns Schuhe sind auch schon ganz dreckig vom ganzen Sand. Ja. So, aber hier drunter komme ich auf jeden Fall nicht durch. Meine auch. Guckt euch das an. Klar, aber Nina kann ja erst zu dir kommen. Moment. Eins, zwei, drei. Das ja, war so phänomenal. Ich brauche mich hier auf jeden Fall. Hier, das kennen wir schon von einem anderen Spielplatz. Ach ja, aber so langhangeln, das ist gar nicht meine Stärke, das kann ich überhaupt aber nicht. Aber das ist auch ziemlich rutschig, muss ich sagen. Oh, ich komme hier gar nicht durch. Das ist ziemlich rutschig. Ja, und Karte kennt. Oh, die Kletterwand, die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Hast du es geschafft? Ja, aber also, mit sandigen Schuhen ist das, man rutscht ein bisschen ab. Karin probiert das auch nochmal. Ich bin heute nicht so in Spielplatzstimmung. Ich schlafe noch eigentlich. Wie bist du jetzt hier runter?
Ja, aber musst du vorsichtig sein, es ist echt ein bisschen glatt. Da gibt's schon Stau. Fuck. Oh, so, und was hat... Hä? Das sieht aber nicht ganz normal aus hier. Was ist das denn? Da ist doch irgendwas... Da guckt irgendwas Pinkes raus. Was ist das? Irgendwas von Simba? Was Riesiges. Ein Adventskalender. Von Sam. Ja, wie? Cool. Ein Adventskalender hier einfach auf dem Spielplatz? Wer hat den denn vergessen? Mitten im Oktober. Also Leute, falls jemand einen Adventskalender hier vergessen hat, er gehört jetzt uns. Den packen wir auch direkt aus. Also nicht jetzt, weil sonst ist alles voller Sand. Aber den nehmen wir mit ins Studio. Der wird auf jeden Fall ausgepackt. Und da schneit es auch schon bei Sam. Hier noch nicht. So, packen wir mal zur restlichen Ausbeute. Zur Ausbeutung habe ich auch gesagt. Vier Sachen haben wir schon, ne? Okay, aber wir haben auch noch nicht den ganzen Spielplatz hier entdeckt. Kommt noch mehr. Wir haben, ich glaube, jetzt erstmal das Klettergerüst und die Schaukel und die Schweine entdeckt. Und jetzt kommen noch so andere Sachen. Da hinten ist auch noch ein Schiff oder so, ne? Genau, da gehen wir gleich auch noch hin. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal auf diese Ringe da, auf diese komische... Dieses komische Karussell. Jetzt stellt sich raus, wer schwerer ist, Karl oder ich. Oh, also hier musst du auf jeden Fall... Ich glaube, ich gehe auch diesmal. Das ist echt nass, oder? Ich hab Angst. Das ist alles voll. Geht nicht. Doch, geht, aber es... Doch, geh, bleib doch mal drauf, Mensch. Also, warum bleibst du denn direkt drauf? Warte, okay, komm. Das wird ja nie rein. Was mit euch. Okay. Eins. Warte. Einmal drauf. Das ist rutschig. Ja. So, Kathi, du musst jetzt natürlich uns ein bisschen Anschwung geben hier. Okay. Also du musst uns ein bisschen... Ich glaube, der Anschwung kommt ganz alleine. Nee, du musst ja... Ach so, geht ja soll sich drehen. Nicht nach oben, nach unten. Ach so. Genau. Hallo. Ich komme mir vor wie... Es ging schon mal ein bisschen schneller, Kathi. Also. Bitte nicht. Warum ist mir so schwindelig auf einmal? In echt ist es voll langsam und ihr seid total am Rumkreischen. Geh mal hier drauf, das ist voll cool. Stop! Oh Gott, wann hört das auf? Ich will auch, dass es aufhört. Ich will das. Nina, ich spring gleich ab. Nein, nein, nicht abspringen, ich bin gleich beim Boot. Okay, komm, jetzt ist aber gut. Jetzt kannst du ja anhalten. Oh Gott. Soll ich euch stoppen? Ich glaube, ja, kannst du gerne machen. Ich bin Spielplatz so gefährlich wie heute. So, stopp. Ja, los, Nina, komm, spring ab. Komm, ich hab's halt fest. Oh. Kann alles. Aber mit einem Fuß. Ja, mit einem Fuß war ich noch drauf. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf diese Schifflein da. Dafür müssen wir erstmal diesen Fuß bringen. Geschafft? Ja, Nina nimmt den leichten Weg. Okay. Nina nimmt den leichten Weg. Ich habe was gefunden. Wo? Was? Ein Detektivbüro. Was? Hier mitten auf dem Spielplatz ist ein Detektivbüro. Detektivin Kathi ist hier schon dabei. Ach, von den drei Fragezeichen. Von den drei Fragezeichen, das Detektivbüro. Cool. Puh, sehr cool. Was ist alles mit dabei? Eine wichtige Grundausstattung für Detektive, Stift, glaube ich. Stempel. Ich habe das Gefühl, wenn wir auf dem Spielplatz sind, verlernen wir das Reden und Lesen. Klebeband, Radiergummi. Alles dabei. Alles für den Schulanfang, um seine Mitschüler zu überführen, falls jemand eine Straftat begangen hat. Ja, also hier kann man auch auf jeden Fall cool hoch. Ich glaube, das ist eher was für die Kleinkids, aber auch ziemlich cool. Auf jeden Fall. Ich finde, das Highlight sind immer noch, wo wir gerade drauf waren, ist das Highlight da. Da. Das schaukelt immer noch. Ja, sonst ist hier, glaube ich, auch noch mal eine Stange. Ja, ich glaube, da passe ich aber nicht durch das Loch. Nee, ich glaube, da passt keiner von uns durch. Kann man da runter? Ja, kann man. Also so ein, ja, wie so ein Spielhaus, ne? Ja. Ach guck mal, man kann auch drunter gehen. Ach, hier unten kann man chillen. Guck mal, hier ist eine Chill-Area. Oh ja. Kleine Häuser haben uns das ja angetan. Oh, zu viel Sand. Da setze ich mich jetzt nicht hin. Ich tue so, als ob. Ja. Diese Mischung aus Trauwasser und Sand. Unsere Schuhe sehen alle schon... Ich glaube, wir kriegen Besuch. Es kommt ein Hund. Okay. Au! Au! Das ist schon das zweite, dritte Mal, dass mein Kopf hier, dass mein Kopf auf dem Spielplatz irgendwo dran geknallt ist. Ja, ich übernehme.
So, Leute, ich denke, wir haben doch hier einiges entdeckt auf dem Spielplatz. Wir gucken uns doch mal die Spielzeuge an, die wir so gefunden haben heute auf unserer Schatzsuche hier. Und auch der Wald da hinten, das sieht irgendwie ziemlich spannend aus, wo es nach unten geht. Vielleicht sind da auch noch mehr Spielzeuge versteckt. Wer weiß. So, hier haben wir auf jeden Fall einiges schon mal. Also, dass wirklich ein Adventskalender im Sandkasten hier drin ist, im Sand, hätte ich nicht gedacht. So, wir haben Feuerwehrmann Sam Adventskalender. Wir haben Play-Doh-Knete. Ja. Wir haben Snowboards oder Glibby Snowboards. Ja. Wir haben das Detektivbüro von die drei Fragezeichen. Und eine Tony-Box. Ja, das Starter-Set. Ziemlich cool, oder? Was sagt ihr? Yes, ich krall mir direkt den Adventskalender. Ja, also Leute. Ich krall mir den Rest. Die Schatzsuche heute hier hat sich definitiv gelohnt. Ja, wo sind meine Sachen? Ja, du bist leer ausgegangen. Ja, super, toll, danke. Denke ich auf den nächsten Spielplatz. Vielleicht finde ich da ja was. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch geil gefällt, Daumen nach oben. Leute, gar kein Problem. Lasst doch ein Abo da und dann vielleicht... Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.